Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge WoW bzw. einem weiteren Stream, je nachdem, wann ihr so einschaltet. Das Event, die Flut des Todes, geht nun in die zweite Phase über. Wir haben nicht mehr weit bis zum Release, genauer gesagt, ich glaube heute, nächste Woche, also eine Woche noch, dann ist tatsächlich das Add-on Shadowlands endlich da und so als kleine Vorbereitung natürlich auch. Dieses wunderschöne Add-on, wo ich mich schon wirklich sehr darauf freue, gibt es natürlich wie immer ein wunderschönes Pre-Event, das dieses Jahr, ich weiß nicht, vielleicht doch ein bisschen arg schwach ausgefallen ist. Zumindest die erste Hälfte, denn seit gestern Abend, glaube ich, ungefähr, oder vielleicht auch heute Morgen, ich weiß es nicht so ganz, ein paar Sachen waren gestern tatsächlich schon aktiv, gibt es eine Questreihe, die uns jetzt tatsächlich nochmal auf Shadowlands vorbereiten soll. Wir können auch endlich tatsächlich ein Erfolg noch machen, und zwar das passende, oder naja, nicht das passende, den passenden Erfolg zu diesem wunderschönen Pre-Event hier. Des Weiteren habe ich natürlich die letzten Tage, also innerhalb der letzten Woche, seit dem letzten Stream, der letzten Folge natürlich zugesehen, dass ich unsere wunderschöne Agentum-Rüstung zusammenkriege. Wir werden sie hier natürlich nicht so richtig zu Gesicht kriegen, denn wie auch schon beim letzten Mal angesprochen, ich möchte nicht jedes Mal das Bild ändern von unserem schönen Tauren hier unten links. Darum habe ich natürlich alles auch wieder transmogrifiziert. Naja, nicht alles. Gestern Abend habe ich hier tatsächlich noch die Handgelenke gekauft. Das heißt, wir sehen das auch hier an der Gegenstandsstufe. Wir sind sehr, sehr weit aufgestiegen. Ich glaube, beim letzten Mal waren wir noch so bei den 60 herum. Mittlerweile sind wir 84. Auch wenn da steht, Gegenstandsstufe 94, ausgerüstet 84. Also wir könnten mit all den Rüstungen, die wir jetzt auch im Inventar haben, auf 94 hochgehen. Wie gesagt, wir haben hier noch den Gürtel. Das sind ja nochmal 40 Gegenstandsstufen. Unterschied dazwischen. Dann die Waffe, auch die könnten wir theoretisch austauschen, auch wenn ich das nicht machen werde, weil das ist eine Stangenwaffe und ich würde ganz gerne bei den Faustwaffen bleiben. Und ja, Ihr zum habt Glück, unklug dass. gewählt. Wer hat unklug gewählt? Ah ja, der neue Boss ist wieder da. Ein neuer Rare-Mob tauchen mittlerweile seit gestern alle 10 Minuten auf, statt alle 20 Minuten, aber im Prinzip brauche ich das ja nicht mehr. Ich habe ja schon alles gekauft. Na, schauen wir mal, vielleicht gibt es jetzt dann gerne noch was Neues. Auf jeden Fall. Ja, was ich jetzt noch gemacht habe, natürlich, ich habe auch sehr, sehr hart an dem Herz von Azeroth noch ein bisschen gearbeitet. Man sieht das vielleicht auch hier an der Gegenstandsstufe. Das ist enorm nach oben gegangen, auch wenn es uns nichts mehr bringen wird. Denn ja, hier unten habe ich ja schon ein wunderschönes Halsstück. Das, ja, ich würde jetzt nicht sagen, unbedingt sehr viel besser ist, aber. Ja, wir werden sehr schnell das Herz von Azeroth leider abgeben müssen, auch wenn das ein paar wunderschöne Effekte mit sich bringt. Schauen wir mal, wie das in Shadowlands, wie sie das verpacken wollen. Hallo Happy, schön, dass du da bist. Auch schön an alle anderen, dass ihr da seid oder eingeschaltet habt. Freut mich immer sehr, wenn ihr mit dabei seid. Können wir immer wieder schön interaktiv hier zusammen schön spielen miteinander. Was werden wir heute machen? Wir werden uns jetzt natürlich Teil 2 dieses wunderschönen Events anschauen. Denn jetzt ist es wohl auch soweit, tatsächlich in Orgrimmar laufen ein paar Ghule durch die Gegend, die wiederum Spieler, also echte Spieler, infizieren können. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie das Ganze sein wird. Ich wurde schon vorgewarnt, tatsächlich, dass es doch eine etwas langwierigere Daily Quest geben wird. Schauen wir mal. Also ich bin jetzt mal echt gespannt. Wir legen auch hier gleich los. Ne? Am Argentum-Turnierplatz ist immer noch einiges los. Weniger als erwartet, aber immer noch ein bisschen was. Los, hier ganz viele Eulen. Ich brauche das unbedingt auch mal. Dieses Outfit hätte ich auch sehr gerne. Muss man sich über irgendwelche Glyphen freischalten, habe aber bis jetzt ehrlich gesagt noch nicht herausgefunden, wie das geht. Aber das werden wir noch machen. Wir haben ja genügend Zeit. So, ich hole mir jetzt erstmal rasch kurz die Daily. Ich liefere Auch noch wenn ich sie eigentlich nicht mehr brauche, denn wenn wir mal hier ganz kurz reinschauen, ich habe alles gekauft, was er mir hier anbieten kann. Also, ich weiß eigentlich nicht, warum ich die Schönen Daily Tag. noch machen soll. Aber wir nehmen sie mal Schönen mit. guten Tag. Ah, seltsame Runensteine, ja, Sie zu okay. mir. Ach, die lassen wir jetzt mal liegen, die machen wir jetzt tatsächlich nicht. Und hier drüben gibt es dann tatsächlich eine neue Quest für eben Teil 2 von Die Der Flut des Kreuzzug ist Todes. bereit. Und zwar Kreuzfahrerin Ren.
erzählt uns jetzt Folgendes. Unsere Vorbereitungen sind abgeschlossen. Es ist Zeit, dass wir den Kampf zur Geißel tragen. Die Justiziarin hat mich gebeten, unsere Bemühungen im vorderen Lager zu leiten. Trefft mich dort und wir werden unsere Arbeit gemeinsam fortsetzen. Also wir treffen uns jetzt hier wohl tatsächlich beim Eisenwall-Bollwerk in der Eiskrone. Da waren wir ja schon das letzte Mal und haben mal ein bisschen aufgeräumt. Und grüß dich, Bogo. Schön, dass auch du eingeschaltet hast. Ja, ich gebe es tatsächlich zu. Züge sind ziemlich geil. Leider gibt es die hier in WoW nicht wirklich. Wobei ich glaube, es gab in Warlords of Draenor zumindest einen Dungeon, in dem man auf einem fahrenden Zug kämpft. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich könnte mich gerne korrigieren, aber ich glaube, da gab es das. Da gab es das so. Ist das hier die... Nee, warte mal. Ist denn die, da wird mir noch eine Daily Quest angezeigt. Warum sehe ich die nicht hier? Ach, da. Ah, da hängt der mit seiner Rakete davor. Das ist natürlich äußerst genial platziert. Naja, nee, lass mal auch weg. Ich glaube nicht, dass das die Daily Quest ist, von der mir so viel erzählt worden ist. Das wird wahrscheinlich eher die hier sein, oder? Ja, wobei, die kenne ich auch schon. Nee, wir folgen einfach mal der normale Quest. Wie gesagt, ich sehe im Moment keine Notwendigkeit, hier die Dailies zu machen. Ich besitze eigentlich alles, was ich brauche. Nee, okay. Gehen wir weiter. Also, auf zum Eisenbollwerk hier. Ein neuer Stützpunkt. Die Quest soll uns ja vorbereiten auf Shadowlands. Das heißt, wir können hier, glaube ich, tatsächlich nochmal einen Cinematic Trailer erwarten. Wäre halt richtig cool, tatsächlich, wenn es hier einen geben würde. Bin schon sehr, sehr gespannt. So, und wenn wir jetzt mal dahin fliegen, kann ich euch auch mal ein bisschen wieder was Schönes erzählen. Von mir selber natürlich. Naja, nicht von mir selber unbedingt, aber ich habe, glaube ich, letztens doch ein bisschen erzählt. Ich weiß schon gar nicht mehr. Ja, ich glaube, es war am Sonntag im Stream. Ich habe mir jetzt ja die Death Note Manga-Reihe auf Japanisch bestellt, tatsächlich. Und heute habe ich die Meldung bekommen, dass das Ganze jetzt verpackt worden ist und demnächst mit dem Flieger dann, also ich glaube, dass es ein Flieger ist, nach Deutschland geschickt wird. Das heißt, ich sollte das in den nächsten 2-3 Wochen kriegen, das Ganze. Ein bisschen Ärger mit der Freundin gekriegt, weil sie gesagt hat, ja, vor Weihnachten sollst du dir nicht ständig alles kaufen, was du willst. Aber ich konnte nicht so ganz widerstehen, habe auch nicht nachgedacht. Ja, auf jeden Fall, die Bücher, die kommen jetzt dann bald. Ich freue mich schon. Werde ich auf jeden Fall dann auch auf Twitter mal posten, das Ganze. Ich finde es eigentlich echt cool. Und mal so, weißt du, einfach einen Haufen japanische Bücher mal daheim stehen haben. Es sieht erstmal geil aus, das Bücher auf Japanisch. Noch besser wird es dann natürlich, wenn du das lesen kannst. Da bin ich natürlich noch sehr weit entfernt davon. Um Gottes Willen, also da muss man echt sehr, sehr viel lernen, um sowas, glaube ich, überhaupt lesen zu können, weil die verwenden ja nicht... Ja, vielleicht ein bisschen das Hiragana, ich muss es mir mal anschauen, aber es werden halt auch sehr, sehr viele Kanjis verwendet. Die Kanjis, das sind die, da gibt es mehrere tausend davon mit den unterschiedlichsten Interpretationen und ach, das ist einfach furchtbar. Naja, gut, also schauen wir mal, dass wir hier ein bisschen weitermachen. Wir wollen ja die gute Kreuzfahrerin nicht allzu lang warten lassen. Bei euch. Unsere Späher berichten von erhöhter Aktivität beim Kult der Verdammten. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir genau herausfinden, was unsere fanatische Freunde planen. Unsere Wege werden sich wieder kreuzen. Kult Kultur. Obwohl unsere Späher die kultistischen Kräfte in Al-Duatar infiltrieren konnten, hat es sich als nahezu unmöglich erwiesen, sich nach Mordredar hineinzuschleichen. Vielleicht ist es Zeit, andere Zugangsmethoden zu erforschen. Beginnt damit, die nahegelegenen Ritualkammern der Sekte zu untersuchen. Vielleicht findet ihr etwas Nützliches. Ja, auch hier gibt es wieder Agentum-Belobigungen. Naja, schauen wir mal. Ich hoffe halt echt, dass man mit dem Zeug jetzt sowas kaufen kann, weil ansonsten ist das halt echt nutzlos jetzt hier für mich. Und die nächste Quest, ein wachsames Auge auf den Kult der Verdammten zu haben, hat sich als herausfordernd und gefährlich erwiesen. Viele unserer Hypogryphenreiter sind kürzlich mit den geflügelten Schrecken des Kultes in Konflikt geraten. Obwohl einige wenige entkommen konnten, wurden die anderen gefangen genommen und nach Al-Duatar gebracht. Tut, was ihr könnt, um sie von ihren Entführern zu befreien. Wir können es
Wir können es uns nicht leisten, noch mehr unserer Streitkräfte zu verlieren. Bleibt standhaft. Alles klar, dann machen wir das mal. Wir sind ja schon Profi darin, in die Welt retten, in Gefangenen retten und in absolut jeden retten, der sich in irgendwelche Gefahren begibt. Ach, schon mal, das ist ja hier gleich ums Eck. Ach so, Happy, macht der das auch so? Tatsächlich kauft der sich da auch alles vor Weihnachten noch selber ein, was ihm so gefällt? Ah, schau mal, den nehmen wir aber mit. Wir haben hier den Professor Seuchemord. Einige von euch dürften ihn kennen. Professor Seuchemord ist einer der Bosse in der Eiskron-Zitadelle. Genau, da ist er. Das ist nämlich der hier mit dem Haustier Seuchemords Alchemiekasten. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon habe. Müsste ich mal gucken. Den nehmen wir mit, denn wir bekommen ja nicht nur diese Geißelsteine. Gut, jetzt wäre es natürlich sinnvoll gewesen, die Daily da anzunehmen, aber sei es mal drum, kann man auch sehr schnell selber abarbeiten. Denn sie droppen auch ein paar Items, wie zum Beispiel hier diesen wunderschönen, einzigartigen Dolch, den geisterhaften Grief. Den habe ich tatsächlich von einem der Bosse bekommen. Dasselbe hier auch mit dem Hals. Also müssen wir mal gucken, Faustwaffen hat dieser definitiv nicht dabei. Da gibt es dann andere Bosse, die haben Faustwaffen dabei. Glaube ich, insgesamt gibt es nur zwei davon, die das überhaupt tun. Weil, sei es halt drum, wir haben ja eh unsere wunderschönen Klauen und dann bekommen wir vielleicht in Shadowlands rechtzeitig ein paar neue Waffen. Wie gesagt, ich würde gerne vermeiden, umzusteigen. Nicht so Lust drauf. Und den nehmen wir jetzt hier einfach noch mit, dem Boss hier unten. Weiß gar nicht, das haben wir, glaube ich, nicht gemacht beim letzten Mal. Ihr seht, ich habe mal ein bisschen meine Menüs hier ein bisschen abgeändert. Die Rotation, das ist die aktuelle Rotation, die empfohlen wird. Ja, was heißt empfohlen wird, aber wenn du auf WoW-Head schaust, da gibt es ja jetzt, haben sie jetzt vor ein paar Tagen erst wieder die ganzen Guides aktualisiert und da wird eben halt diese Rotation hier vorgeschlagen. Da muss man echt nicht viel machen, gerade als Tank. Das ist eigentlich super chillig und angenehm. So, ja, hier ist auch schon einiges los, also ist eine richtig große Versammlung. So, und jetzt geht's hier los. Der dürfte hier relativ schnell fallen. Die haben das übrigens geändert, tatsächlich, weil es sehr viele Spieler gab, die sich da beschwert haben, dass die Zeiten zwischen den Bossen, also immer diese 20 Minuten zu lang gedauert haben. Tatsächlich, ich weiß gar nicht, ich hätte es vielleicht sogar tatsächlich auf diesen 20 Minuten gelassen, aber gut, jetzt haben sie es halt auf 10 runter. Ich will mich ja gar nicht beschweren. Im Prinzip hat es ja jetzt keinen großen Einfluss mit zu laufen. So. Nachricht, Freunde. Ich glaube nicht, dass ich es schaffe. Ja, das glaube ich auch nicht. Ah, schade, okay, der hat nichts dabei gehabt. Macht nichts, immer ein paar Geißelsteine. Und das finde ich halt echt geil. So, auf einmal fliegen sie alle weg. Zack, 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 zack. Wie so ein ganzer Schwarm, der plötzlich das Interesse verloren hat. Naja, ja gut, haben sie auch recht, ne? Das Interesse zu verlieren, gibt ja nichts mehr zu holen. So, jetzt machen wir hier aber nun endlich mit der Quest weiter in Al-Duar-Tara. Und was müssen wir hier eigentlich machen? Ah ja, genau, da haben wir hier so einen Reiter, so ein Agentum Hypogryphen Reiter. Gott, ist das ein langer Name. Könnte man ihn nicht einfach Hypogryphen Reiter nennen? So, wie befreie ich den denn jetzt? Ich sehe, da ist eine Kette. Ich sehe schon. Okay, da muss ich erstmal die Folterer hier besiegen. Es sind ja nicht so viele da. Generell ist es hier unheimlich leer. Ich hätte jetzt gedacht, gerade hier, weil es jetzt ja erst angefangen hat, ne, der zweite Teil des Events, dass hier so ein bisschen mehr los ist, aber es ist tatsächlich recht ruhig und verlassen. Man muss sich jetzt hier nicht über irgendwelche Mods da streiten. Aber vielleicht haben die meisten das schon durch. Gut, es ist ja auch erst 7:15. Ich glaube, der Großteil, der wacht erst noch auf. Schauen wir mal. Ihr habt das wahrscheinlich schon alle durch. Gehe ich mal recht in der Annahme. Schau mal hier, Schlüssel des Folterers. Jetzt müsste ich dich aber doch irgendwie retten können hier, oder? Da haben wir es. Was ist das jetzt? Ja, perfekt. Schau mal, jetzt habe ich ihn befreit. Okay, da hätte ich vielleicht noch mitkloppen können. So, was hast du denn jetzt hier Feines? Und zwar die Kapuze und die Robe. Ah, ist klar. Ich darf mich jetzt hier auch tarnen. Na, das ist ja fein. Das machen wir gerne. Schau mal.
Ah, nee, okay, du bist uninteressant, du hast nichts für mich. Ah, schau mal, jetzt geht das hier. Jetzt habe ich ja auch die Handfläche. Sehr gut. Machen wir hier weiter. Machen wir hier weiter. Ja, ansonsten, was gibt's Neues bei euch? So schönes, ne? Bei mir gibt es jetzt echt nicht so viel Neues. Der Urlaub ist rum. Ich habe jetzt noch kürzlich Rimworld für mich entdeckt. Da werden wir, glaube ich, auch ein bisschen mehr von sehen. Die nächsten Wochen. Überlege gerade schon, wie ich so ein Let's Play so ein bisschen aufziehen kann mit so einer schönen Kolonie. Vielleicht auch einen eigenen Server. Hab mal die Multiplayer-Mod so ein bisschen ausprobiert. Aber ansonsten gibt es, ich sag gar nicht so viel. Ich habe jetzt halt wieder das Arbeiten angefangen. Und wie zu erwarten war, ging das natürlich gleich erstmal wieder so mit mehr Stunden weiter. Das war jetzt ja eigentlich fast ein bisschen abzusehen. Wir hatten wieder so ein paar etwas größere Brocken auf Arbeit, die wir lösen mussten. Haben wir jetzt heute wahrscheinlich gemacht. Bin jetzt froh drum, aber ja. Gut, war zu erwarten. Aber es sind nur noch 4 Wochen tatsächlich. Dann habe ich ja wieder Urlaub, denn dann ist ja schon fast Weihnachten. Und da freue ich mich schon so ein bisschen drauf. Wir machen das dieses Jahr, also Freundin und ich machen das dieses Jahr tatsächlich das erste Mal. Das hört sich ein bisschen komisch an. Aber wir machen das erste Mal, dass wir Weihnachten quasi für uns alleine sind. Also nur für uns feiern. Wir sind vorher einfach immer zu unseren Familien gefahren. Sie zu ihrer, ich zu meiner. Und dann haben wir quasi abwechselnd immer, bis man dann jedes Jahr zu der anderen Familie noch nachgezogen. Geht natürlich dieses Jahr aufgrund von Corona generell etwas schwieriger, aber wir haben uns einfach gedacht, dieses Jahr gehört Heiligabend einfach mal nur uns, und da freue ich mich tatsächlich schon so ein bisschen drauf. Das wird, glaube ich, ganz cool. Wird auch endlich mal ein Weihnachtsbaum aufgestellt im Wohnzimmer. Hatten wir, also diese Wohnung hier, der wir wohnen, die hat noch, und wir wohnen schon einige Jahre hier, hat noch nie einen Weihnachtsbaum gesehen. Wir waren Weihnachten eigentlich auch nie immer daheim. Ab mittags sind wir irgendwie alle losgezogen zu unseren Familien. Aber dieses Jahr wird alles anders. Wir machen ein, ja, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen ein japanisches Weihnachten, aber es wird ein Weihnachtstonkatsu geben, was eigentlich ein ganz normales Tonkatsu ist, nur eben an Weihnachten, vielleicht nur mit etwaigen, ja, Schmuck auf dem Tisch oder so. Irgendwie so, dass man sich das so ein bisschen weihnachtlich fühlt. Das wird, glaube ich, echt interessant. Da freue ich mich schon wirklich drauf. Und ich muss mir noch was überlegen dann, was er da noch so schönes macht. Einfach nur Tonkatsu ist ein bisschen wenig. Vielleicht noch irgendwie so eine kleine japanische Nachspeise. Ich weiß zwar gerade noch nicht welche, aber wenn ihr auch irgendwie so Ideen habt, haut es ruhig raus. Bin auch für alles offen. So, ich suche jetzt hier noch einen, den ich befreien kann. Immer den mal da vorne. Ich hoffe mal, dieser reanimierte Beschützer hört jetzt hier langsam mal auf, mich zu verfolgen. Ich habe schon so ein gewisses Problem mit Stalkern. Also bin jetzt nicht so der Fan davon, gestalkt zu werden. Und jetzt, genau, erst brauchen wir hier diese Robe und die Kapuze des oder eines Kollaborateurs. Kollaborateurs, so heißt das Ganze. Ja, der Forscher des Kults. Nehmen wir den gleich mit. Die üblen. Ups, wir sind ja jetzt die Katze. Die üblen Folterer, die nehmen wir jetzt hier einfach mal mit. Und schauen, was hier so zusammengeht. Immerhin, ja, mein Gott, wir sammeln immer noch so ein paar so Geiselsteine, aber nach wie vor bin ich der Meinung, dass das echt gemein ist, dass wir hier für die verdunkelten Geiselsteine, die doch relativ selten sind, nur eine Belobigung kriegen pro 25 verdunkelte Geiselsteine. Und wenn ich hier die Pechschwarze nehme, die ich quasi bei jedem Boss hinterhergeschmissen kriege, und zwar zuhauf, dass ich dafür 25 von denen eigentlich schon ganze 3 Belobigungen kriege. Das finde ich schon ein bisschen unfair. So, jetzt, ich schau mal, ob hier irgendwo noch eine ist. Es kann doch nicht sein, dass da auf der ganzen Karte hier jetzt nur ein einziger Kollaborateur ist, der hier mir seine Robe oder sowas anbietet. Das kann doch fast nicht wahr sein. Ah, na, schau mal. Ja, da ist doch was los. Das haben wir auch einen anderen Mitspieler. Ah, schau mal, ich hau mal. Das war zu spät. Ah, da war ich auch zu spät. Machen wir halt hier. Wir können das ja mal ein bisschen sammeln. Ich habe ja letztens mal kurz so ein bisschen erzählt, dass man sich echt hat Sorgen machen müssen, tatsächlich immer über die Mobs, wenn einer einem zuvor gekommen ist und das Ganze. Haben wir gesehen am Beispiel der Allianz. Also es ist immer noch so, ne? Wenn ein Allianzler natürlich den Fokus kriegt und entsprechend lang draufhaut, dann ist das für uns irrelevant, da auch drauf zu haben, wir kriegen nichts. Aber wenn natürlich ein Fordler, also die richtige Fraktion, auf den einhaut, dann natürlich
lohnt sich das schon für uns. Da können wir dann einfach mitkloppen. Das finde ich ehrlich gesagt schon ganz praktisch. Ich meine, unter der Horde, da teilt man hoffentlich gerne mal irgendwie seine Beute. Wir können ja schauen, jawohl, das ist... ja gut, Pandaren kann man jetzt nicht eindeutig erkennen, ob Horde oder Allianz. Pandaren können ja zu beidem gehören. Aber na, wie gesagt, nachdem ich jetzt da auch draufhauen konnte, obwohl der Panda-Bär da draufgehauen hat, dürfte das auch Horde sein. Kommen wir hier noch drauf? Jawohl, da haben wir auch endlich. Wer hatten die? Ach, der hat die Kapuze. Kommen wir jetzt wieder zurück. Der nächste Boss steht auch schon wieder in den Stadtlöchern. Lady Todeswisper. Aber die ist mir jetzt zu weit weg. Wir wollen ja halt, wie gesagt, auch mindestens die Heldentat schaffen, die Flut des Todes. Dafür müssen wir einfach nur die Questreihe abschließen. Sehen wir jetzt hier natürlich nicht, weil wir es noch nicht haben, aber wird dann noch kommen. Ich diene. Unsere Wege werden sich wieder kreuzen. So. Obwohl wir die Ansammlungen der Kultisten im Mordredar beobachtet haben, konnten wir noch nicht herausfinden, welche Geheimnisse sich in den Kammern verbergen. Nehmt diese Gewänder, macht euch auf den Weg ins innere Sanktum und seht, was ihr entdecken könnt. Das könnte unsere einzige Chance sein, etwas über ihre Absichten zu erfahren, Held. Wir werden siegen. Wollte jetzt nicht unbedingt den Namen aussprechen, das kommt ja auch irgendwie ein bisschen doof, ne, wenn man ganz oft, also wenn man vor allem von sich selber immer in der dritten Person redet, das ist natürlich jetzt auch nicht so. Keine Ahnung, also mich macht das narrat. Wobei, ab und zu kann das auch ganz witzig sein. Also gut, jetzt geht's hier nach Mordredar. Mordredar. Schauen wir mal, wir sind hier über Ymirheim. Da werden wir bestimmt rein müssen in diese Höhle, bin mir ziemlich sicher. Achso, ah, Lady Todeswipper. Whisper, nicht Wipper. Sorry. So, da vorne ist es ja schon. So, dann ziehen wir mal unsere tollen Gewänder an. Ja, 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 ist eigentlich auch gar nicht so schlecht tatsächlich. Sieht gar nicht mal so übel aus. Passt wunderbar zum Wappenrock, den ich hier habe. Allerdings, die Kopfbedeckung gefällt mir nicht ganz so. Und wo muss ich jetzt da hin? Bin ich denn hier richtig? Nein, oder? Ach, da bin ich richtig. Jawohl. Hallo zusammen. Eitriges Amalgam. Mensch, ist das schön, ein Druide zu sein. Jetzt kann ich hier schön rumfliegen, ohne Probleme. Mit denen reden, so ein bisschen, ne? Oh, hey, du hast was verloren. Du hast was verloren. Okay. Geht noch raus aus der Reisegestalt. Naja, wahrscheinlich muss ich jetzt da einfach reinlaufen, weil die zwei, die reden nicht mit mir, die sind zu sehr damit beschäftigt, ihre Arme wieder einzufangen. So, dem darf ich nicht zu nahe kommen. Das sehen wir hier schon an dem Kreis und an dem Auge. Hört auf, mich zu nerven. Ja, kein Problem. Ich, ja, alles gut, alles gut. Was? Treibt ihr denn da alles so Schönes hier? Was machst denn du? Ingenieur, aha. So, und wer bist du? Heroldin Dalora. Die müssen wir jetzt hier untersuchen. Seine Macht. Seine Ketten sind gesprengt. Die Neuschöpfung hat begonnen. Es ist soweit. Der Verbannte kehrt zurück. Sein Wille geschehe. Die Seele dieser Welt ist des Todes. Macht euch bereit.
Der Schlund hungert nach dem Leben der Unwürdigen. Wer ist denn jetzt der Verbannte da? Die Worte der schattenhaften Heroldin sind dunkel und ahnungsvoll. Was immer der Verbannte zu erreichen gedenkt, es darf nicht geschehen. In den Kesseln in der Nähe brodelt etwas. Nach der Sorgfalt zu urteilen, mit der die Kultisten sich um sie kümmern, muss ihr Inhalt entscheidend für ihre Pläne sein. Einige Fässer mit einer scheinbar neuartigen Seuche sind unbeaufsichtigt geblieben. Vielleicht können sie als Instrumente zur Sabotage dienen. Also wir müssen hier drei Fässer sabotieren. Das machen wir. Wer ist denn jetzt hier der Verbannte, von da, dem so schön gesprochen wird? Also jetzt mache ich erstmal das hier kaputt. Achso. Pass auf, Schwachkopf. Ey, wie redest du denn mit mir? Nicht sehr nett. Was soll ich denn jetzt hier machen eigentlich? Ich muss das auf die Kessel werfen. Jetzt, Entschuldigung. Hast du vollkommen recht, das muss ja hier in die Kessel rein, ne? Jawohl, hört auf damit, ihr ruiniert noch alles. Ja, das ist ja auch der Plan, mein Lieber. Ups, wie ungeschickt von mir ist das schon wieder passiert. Ja, jetzt schon das dritte Mal. Eieiei. Um das mit den Worten von Britney Spears hier mal zu kommentieren. Oops, I did it again. Jetzt hier aber ganz schnell raus. Schnell raus hier, bevor ich auflege. Dann erstatten wir hier mal Bericht. Im Moment alles noch sehr verheißungsvoll. Ich hoffe wirklich sehr auf einen Cinematic Trailer. Das wird, glaube ich, richtig cool. Der letzte hat mir auch so unheimlich viel Spaß gemacht mit Tyrande, die da plötzlich aufgetaucht ist. Wir können übrigens, das werden wir heute auch machen, wir können noch einmal gegen Nathanos Pesto verrufen. Ach, Schmann, nicht rufen. Kämpfen meine ich natürlich. Entschuldigung. Wir können noch mal gegen ihn kämpfen. Einmal in der Woche geht das. Also, das wird, glaube ich, heute das letzte Mal sein, die Woche, denn nächste Woche ist ja schon Shadowlands und ich weiß gar nicht, wie lange geht das Event überhaupt? Geht das jetzt nur die 2 Wochen bis Shadowlands oder geht das noch ein bisschen länger? Aber ich glaube tatsächlich, das geht nur bis Shadowlands selber. Und da kriegen wir nochmal eine wunderschöne Ausrüstungstruhe. Da freue ich mich auch, vielleicht ist da ja eine Faustwaffe dabei. Also da werden wir nachher auch noch reinschauen. Ich bin ganz bei euch. Dem Licht sei Dank, ihr seid unversehrt zurückgekommen. Konntet ihr etwas darüber in Erfahrung bringen, was der Kult treibt? Jetzt erzähle ich hier das Ganze, erzähle ich auch, dass mir ab und zu mal ein bisschen was ausgerutscht ist und daraus sagt sie jetzt, das sind beunruhigende Neuigkeiten. Wer immer dieser Verbannte sein mag, es ist klar, dass er hinter der Rückkehr der Geißel steckt. Es kann kein Zufall sein, dass die Untoten sich in großer Zahl vor der Eiskronen-Zitadelle sammeln, führt unsere Hypogryphenreiter bei der Überwachung des Gebiets von oben an. Stellt fest, ob sich die dunkle Heroldin, die ihr gesehen habt, unter ihm befindet und macht dann einen Weg für Verstärkung frei. Hoffen wir, dass sie die Antworten besitzt, die wir suchen. Hoffe ich auch, sag mal, wer bist denn du, dass jetzt hier ständig auf mich einhaust, du gemeiner Lauerer. Ah, genau, okay, im Chat wird auch schon gerade geschrieben, sollte wahrscheinlich nur noch diese Woche sein, also wer da noch nichts gemacht hat, sollte sich unbedingt draufstürzen. Ich versuche auch tatsächlich die Folge diesmal etwas früher hochzuladen, die von letzter Woche ist jetzt ja auch noch nicht oben, aber das kriege ich noch hin, manchmal mit ein bisschen Verzögerung, aber diese Woche beeile ich mich da mal an der Stelle. So, wir führen jetzt hier die Hypogryphenreiter an, okay, schaut euch das mal an. Das ist ja mal geil. Ja, wer braucht schon, also da muss man schon richtig faul sein, sogar zu faul zum Fliegen, wenn man so durch die Gegend fliegt, ne, muss man richtig, richtig faul sein. Das ist mal geil.
So, wo geht's denn jetzt hin? Noch eine trotzige Seele. Mit der Zeit werdet auch ihr dem Verbannten dienen. Der Tod wird die einzige Macht sein, die bleibt. Oha, da ist ein bisschen was los. Das sind einige Portale und wir haben jetzt, glaube ich, auch die Aufgabe bekommen, hier Streitkräfte der Geißel zu beseitigen. Ja, da steht es auch schon. Genau. Ach so. Oh. Aha. Ich habe voll geschlafen. Das könnte ich ja hier schon die ganze Zeit machen. Ich kann hier einen wundervoll gesegneten Hammer rumwerfen. Und was geht noch? Ah, okay. Etwas anvisieren. So, ja, machen wir das doch mal. Greifen wir hier mal ein bisschen an. Ich denke mir jetzt die ganze Zeit, ja, warum passiert denn da was? Wie lange soll ich denn da jetzt noch durch die Gegend fliegen? Und dabei kann ich hier schon die ganze Zeit was machen. So, hier, Attacke. Ah, ungültiges Ziel. Okay, das ist natürlich ein bisschen doof. Die 10 glaube ich scheinbar eh nicht. Na gut, okay, dann machen wir jetzt hier weiter. Da haben wir ja noch ein paar. Die haben es verdient, auf die Mütze zu kriegen. Jawohl, hier. So, jetzt habe ich da mal Verstärkung gerufen. Schau mal, da tauchen plötzlich ganz, ganz viele von den Hippogriffenreiter auf. Also da sind sie dann doch mal. Da bin ich jetzt also nicht ganz so alleine, wie ich dachte. Müssen wir zur Versteckung rufen und jetzt müssen wir es aber doch fast geschafft haben. Yes. Ja, ihr seid eine angemessene Trophäe. Ah, ich weiß nicht, ob ich gerne eine Trophäe wäre. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin zu groß für dein Wohnzimmer, da passe ich gar nicht rein. Ah, da freue ich mich schon. Ausrüstungstruhe der Todeswache. Das wird, glaube ich, witzig. Zumal ich ja auf dem Server die Todeswache bin. Das ist also ganz praktisch. Was ist das hier? Ach, das gehört zum Felsen. Okay, ich dachte, das wäre jetzt hier irgendwie wieder was Spezielles. Schau mal, ich bin... Zeig mal, da muss doch voll der Fehler vorliegen. Ich kann hier mit dem Hypogryphen sogar noch selber durch die Gegend reiten. Verlassen kann ich auch nicht. Ah, jetzt. Okay, das lief jetzt irgendwie nicht ganz so sauber. So, ihre Zahl ist vorübergehend verringert. Das ist unsere Chance, zurückzuscheinen. Ich glaube, wir haben ein anderes Problem. Ich glaube fast, dass der Server ausgerechnet jetzt wieder ein bisschen rumspinnt. Wir wissen vielleicht nicht, wem diese dunkle Heroldin dient, aber es ist klar, dass die von ihr überbrachte Botschaft die Geißel und den Kult der Verdammten gleichermaßen ermutigt hat. Das darf nicht so weitergehen. Wir müssen sie besiegen und den neuen Dienern ihres Herren einen endgültigen Schlag versetzen. Führt den Sturmangriff an, Held. Der Agentum Kreuzzug steht euch zur Seite. Wenn das Licht es will, werden wir diesem Wahn hier und jetzt ein Ende bereiten. Zur Belohnung bekommen wir dann Zugang zu zusätzlichen täglichen Quests in der Eiskrone. Wir werden geht behutsam vor. Wir wissen noch nicht genug über die Macht dieses Wesens. Ach, was? Die hau ich doch jetzt hier weg mit links. Gib unseren Verbündeten zur rechten Zeit das Signal. Und wir bezwingen dieses Monster gemeinsam. Ja, machen wir. Kein Problem. Also, ich flitze mal los. Wir sehen uns gleich da unten. Ich hoffe wirklich, dass wir noch irgendwas kaufen können von den Belobigungen. Ich habe jetzt 13. Bekomme jetzt dann... wieder 5 Stück dazu.
Dann habe ich ja noch meine Geistersteine. Ich soll noch weitere tägliche Quests auch nochmal dazu kriegen. Ich weiß gar nicht wofür. Ja, lass uns mal überraschen. Also, ich hoffe, da kommt noch was. Irgendwie ein neues Haustier wäre noch toll. Oder ein Reittier. Weil da will ich ab sofort jede Daily Quest machen, die es gibt. Weiß nicht, was können wir als Reittier denn haben wollen? Schwierig. Oder vielleicht eine Glyphe. Das wäre auch toll. Also gut, da vorne geht's los, die Action. Vielleicht schaffe ich es auch noch rechtzeitig. Nein, ich habe es nicht rechtzeitig geschafft. Ah, schade. Das hätte jetzt eine sehr schnelle Quest werden können. So, der Kreuzfahrer Lenuvas ist hier. Aber allein bin ich auf jeden Fall nicht. Ich habe einen einen Magier meiner Seite. Ah, das ergänzt sich doch super. Ich bin der Teddybär und er ist der Zauberer. Ah, können wir vielleicht eine Unterstützung von dem Hexenmeister? Ja, der kommt da ja auch gleich vorbei. Wunderbar. Nö, geht schon wieder. Schade. So, würdest du bitte aufstehen? Wie schaust du denn überhaupt aus? Zeig dich mal. Oh, du bist ja wirklich nur Knochen. Nicht einmal Haut, nur Knochen. So, da ist sie. Ich hau mal drauf, Magier. Und jetzt rotz es raus, hau alles raus, was du hast. Ich gebe hier wirklich volle Power. Halt dich nicht zurück. Ganz egal, was mal im Feld passiert, hau drauf. Was macht der eigentlich? Macht der was? Weiß es nicht. Bin mir nicht sicher, ob der überhaupt was macht. Ah, Stille ist niemals gut. Ah, Arkan-Magier ist er. Ja, genau. Jetzt haut er es doch mal raus. Sehr schön. Ich kann euch leider nicht sagen, wie gut er ist tatsächlich, denn es gab ja ein neues Update und ich habe jetzt nicht die neuesten Add-ons drauf, also für das Recount, was ich ja jetzt immer benutze. Für Schaden oder sowas. Habe ich nicht das Neueste drauf, darum kann ich euch gerade nicht sagen, wie gut oder schlecht er ist, aber er wird schon drauf haben. So. Ich bin jetzt hier mal die schleichende Feuerkatze. Das hast du dir so gedacht, Magier, dass ich das jetzt hier alles auf mich nehme. Keine Chance. Ne? Ich kann das auch. Ich kann mich auch super verstecken. Jetzt können wir wieder hier hoch, fliegen wieder ein bisschen zurück. Schalten ein paar neue tägliche Quests frei. Werden wahrscheinlich dann auch noch mal eine andere Quest kriegen. Ja, schauen wir mal, was da passieren wird. Alles offen. Jetzt erstmal hier der Frostbrutwächter. Da möchte ich nichts zu tun haben mit. Dann kannst du es selber machen. Ah, wobei, schau mal, er war so nett und hat meine Intelligenz um 5% erhöht. Das ist super nett von dir, aber sie bringt mir leider nichts. Weil ich bin ein Teddybär und ein Teddybär kann mit Intelligenz nicht anfangen. Sehr schade eigentlich. Ah, oh Mist, der hat mich jetzt doch entdeckt hier. Der Kreuzzug ist bereit. Es hat den Anschein, dass die Eliminierung der Herolde in den Vormarsch der Geißel verlangsamt hat. Wir werden wachsam bleiben müssen. Habt Dank für alles, was ihr getan habt. Bleibt standhaft. Gern geschehen. So, was machst du denn da jetzt? Magst du nicht gehen? Unsere Wege werden sich wieder kreuzen. Das. Perfekt, also ich wir bin haben ganz bei euch. Eine, nein, da ist die zweite, tatsächlich eine zweite Daily noch bekommen. Hier einmal Forschungszerstörung. Der Kreuzzug ist bereit. Zerstört 5. Forschungsnotizen nehmen wir mal mit und greifbare Hoffnung. Ihr müsst Ogrima von dem, was wir aufgedeckt haben, berichten. Einer unserer Magier kann auf dem Turniergelände ein Portal für euch öffnen. Wir vom Agentum Kreuzzug müssen als Bollwerk gegen die Geißel hierbleiben. Wenn ihr uns weiterhin helfen wollt, werde ich dafür sorgen, dass eure Fähigkeiten gut eingesetzt werden. Möge das Licht euch beschützen. Bleibt standhaft! So, jetzt geht's also hier zurück nach Ogrimmar. Und ich glaube,
Dort werden wir jetzt wahrscheinlich, das ist ein kleiner Spoiler, also kurz die Ohren zu halten. Da werden wir wahrscheinlich jetzt auf diese Seuche treffen. Da habe ich ja schon mal erzählt, dass man jetzt dann das Ghule geben wird, die einen angreifen. Da bist du selber auch ein Ghul und kannst andere Spieler wiederum angreifen und und. Habe ich ja alles schon mal erzählt, schon, glaube ich, im letzten Stream. Von dem her ist es jetzt nicht so der Mega-Spoiler. Interessanter ist ja eigentlich eher die Geschichte selber. Und ja, wie gesagt, jetzt gehen wir mal zurück nach Urgrimmar. Wir werden wieder zurückkommen. Wenn wir zurückkommen, schauen wir uns da noch die zwei Dailies an. An der einen bin ich gerade vorbeigeflogen. Und natürlich Nathanors Pesthofer. Ich bin gespannt, was wir von ihm noch serviert kriegen. So, jetzt fliegen wir hier mal wieder über das Turniergelände, das ich persönlich sehr, sehr schön finde. Also es hat mir damals zu Zeiten Nordends sehr, sehr viel Spaß gemacht, eigentlich hier zu sein. Die ganzen Dailies, ja, es waren viele Dailies, ja, es waren anstrengende Dailies, aber es hat einfach Spaß gemacht. So, ach, jetzt laufe ich hier auch noch komplett falsch herum. Bist du denn jetzt hier? Da bist du. Unsere Feinde werden fallen. Bringt mich bitte Tut nach allen Orgrimmar. Widersachern. Na, ah, schade, kein Cinematic Trailer. Das wäre genau der richtige Zeitpunkt gewesen dafür. Was ist denn hier passiert? Also, so viele Leute habe ich auch schon lange nicht mehr in Urgrimmar gesehen und so viele Leichen und Skelette, die hier rumliegen. Wahnsinn. Wo muss ich denn jetzt hin? Muss ich da rein oder doch nach oben fliegen? Ja, ich sollte nach oben fliegen, denn hier, wer bist du denn? Da steht Königin Sylvanas. Warum steht die denn da rum? Die hat doch da eigentlich nichts mehr zu suchen. Also gut, jetzt fliegen wir erstmal darauf. Schauen uns das mal an. Denn hier treffen wir jetzt gleich auf den Rat. Ja, genau, da ist er schon. Hey, grüß dich, Arbeit, alles klar bei dir? Der Wiederaufbau schreitet voran. Das sind beunruhigende Neuigkeiten, Held. Kaum zu glauben, dass Sylvanas sich bereitwillig mit einer solch dunklen Macht verbünden würde. Silbermond wird wieder erblühen. Es klingt so, als ob die geflügelte Kreatur, der ihr begegnet seid, derselbe Feind ist, der Thrall, Bane und die anderen entführt hat. Ich hatte gehofft, ihr würdet sie gefangen in Eiskrone finden. Aber es scheint, unsere schlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden, dass Sylvanas sie jenseits des zerbrochenen Schleiers gebracht hat. Ich werde die Ritter der Schwarzen Klinge darüber benachrichtigen. Wir müssen eine Strategie entwerfen, wie wir unsere Freunde aus den Reichen des Todes retten können. Bleibt wachsam. Bekämpft die Geißel überall, wo ihr seht, dass sie übergreift. Wenn unser Plan erst einmal in Gang gesetzt ist, werden wir euch auffordern, unsere Verbündeten nach Hause zu bringen. Ja, das war jetzt erstaunlich wenig tatsächlich. Ich hatte jetzt ein bisschen mehr erwartet. Also wir haben den oder das wunderschöne Event bekommen, schließt den Geschichtsstrang die Flut des Todes ab, der zu den Ereignissen von Shadowlands hinführt. Ich hätte jetzt irgendwie echt einen Cinematic Trailer erwartet, aber der wird dann hoffentlich spätestens dann mit Shadowlands selber eintreffen. Müssen wir uns mal ein bisschen, ja, müssen wir mal gucken. Ich hätte jetzt hier echt ein bisschen mehr erwartet. Das Event lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Ganz So, ihr habt eh Hofberg alle nicht steht so hinter wirklich euch. Die viel zu Schlacht des sagen. Dann geben Immersangwalds wir hier wird auch wieder überdauern. gar kein. Hey, lass All mich da raus. ihr Schalar.
So, jetzt sind wir hier raus. Und jetzt ist die Frage, wo sind diese angeblichen Ghule? Also nicht, dass das jetzt noch von Belang wäre. Schade eigentlich. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass das halt echt noch irgendwas zu bedeuten hat, jetzt mit den Ghulen, dass man da noch was machen muss oder so. Aber stehen hier alle nur so rum. Ghule. Will ich jetzt auch nicht so wirklich was? Habe ich was verpasst? Muss man noch was machen, was Spezielles? Glaube nicht. Aber er hat ja gesagt, ne, überall, wo wir die Geißel sehen, soll man dann halt ein bisschen einschreiten. Das versteht sich ja von selber. Das ist ein bisschen wenig. Also das ist ein bisschen wenig das Event. Jetzt bin ich doch ein bisschen enttäuscht. Ich habe jetzt wirklich gedacht, ja, zweiter Teil, jetzt passiert hier noch irgendwas Tolles. Ein Cinematic Trailer, vielleicht nochmal mit irgendeiner geilen Geschichtswende oder irgendwas halt, vielleicht sogar einen leichten Teaser auch dem Boss, und wenn es nur die Silhouette ist, wie er sagt, haha, ich habe euch alle reingelegt, oder haha, es läuft alles wie geplant, ich weiß es nicht. Bisschen, ja, ein bisschen schon sehr, sehr traurig eigentlich das Ganze. Da gibt es genügend andere Spiele, die gezeigt haben, wie man das eigentlich besser macht. Können wir schauen, ob die hier noch irgendwie was haben, aber ich glaube es fast auch nicht. Da stehen ja noch ein paar von der Agentum rum. Ja, aber auch er hier, er hat nichts Neues. Also ich sehe keinen Sinn eigentlich darin, die ganzen Geißelsteine hier noch zu sammeln, geschweige denn die Dailies zu machen. Das macht absolut keinen Sinn. Das Einzige, was wirklich Sinn macht, tatsächlich, ist, sich jetzt einfach alle Char schnappen, sie in die Eiskrone zu stellen und einfach nur auf die Bosse einkloppen. Natürlich, dann für die Chars lohnt sich schon wieder, die ganzen Belobigungen natürlich zu farmen. Andererseits lassen die Bosse ja auch immer wieder mal was droppen, um eben halt dann die Chars entsprechend auszurüsten. Aber ansonsten, ich bin wirklich enttäuscht jetzt, muss ich sagen. Ich habe ein bisschen mehr erwartet. Hoffen wir mal, dass ich, ja, dass das jetzt kein Vorbote für Shadowlands ist, ne? Das ist schon ein bisschen schwach. Erst haben sie alles nach hinten verschoben und jetzt liefern sie so ein Event ab. Schauen wir mal. Lassen wir uns einfach überraschen. Ich will es jetzt nicht zu schlecht reden, aber im Moment bin ich doch etwas enttäuscht. So, was wir jetzt aber auf jeden Fall machen werden, wir werden jetzt hier rasch die Rüstungen anlegen und sie wieder entsprechend transmogrifizieren, damit wir da auch noch weiterhin was davon haben. Das ist einmal das Handgelenk hier. Das wird zum Arkanen Sturm. Das bist du hier, jawohl. Das ist eine, das heißt, kann man dann verkaufen. Und dann noch der Gürtelbund. Also der Gürtel, wo ist der Gürtel hier schon wieder? Da. Gehen wir einfach nur Histaus ein, das dürfte das schon sein. Jawohl, hier für 60 Gold, kein Thema. Ich habe 66.000, da macht das nichts aus. Und jetzt schauen wir mal hin, jetzt sind wir schon plötzlich bei 89. Und ich könnte, wie gesagt, noch ein bisschen weitergehen, indem ich hier das Herz von Azeroth ablege und dafür den Halsschmuck hierher nehme und natürlich die Waffe austausche, die aktuell auf Stufe 77 ist. Okay, gut. Also, wir gehen mal zurück in die östlichen Königreiche. Nein, nicht Königreiche, sondern Pestländer und holen uns hier auf jeden Fall noch die Weekly Quest ab mit Nathanos Pestufer, dass wir den noch kurz besiegen. Und dann schauen wir noch mal kurz zur Eiskrone rüber. Machen mal die zwei neuen Dailies. Lass uns die zumindest noch mal kurz ein bisschen anschauen. Und dann können wir mal überlegen, was wir jetzt dann noch machen. Wir haben ja noch ein paar Möglichkeiten. Wir könnten auf jeden Fall mal schauen, wie es mit Tausendwinter aussieht, ob das jetzt vielleicht im Besitz der Horde ist. Wenn ja, könnten wir hier noch in Archavons Kammer gehen. Da haben wir auch noch den einen oder anderen Achievement ausstehen. Ansonsten wollte ich eigentlich schon letzte Woche machen. Könnten wir auch in einen meiner absoluten Lieblingsraids von damals zumindest reingehen, und zwar nach Karazhan. Karazhan, das fand ich immer ganz toll, da reinzulaufen. Das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Damals noch mit meinem
allerersten Char überhaupt unterwegs. Und zwar war das ein untoter Krieger. Habe ich mir damals erstellt. Und mit dem habe ich tatsächlich die ersten Erfahrungen gesammelt. Ja, habe ich ja schon mal erzählt. Und mit dem war ich dann in Karasan drin. Die ganze Zeit eigentlich als DD unterwegs, glaube ich. Ja. Oder war ich jetzt... Ja doch, ich glaube, ich war als DD unterwegs. Und habe dann irgendwie... Wir können ja mal kurz gucken. Karasan. Das war... Hier, warte. Jetzt der Gebirgspass der Totenwinde. Hier gibt es dann Karasan. Und hier, da war ich... Oder hab dann durch Zufall... Yes, die Waffe hier bekommen. Vermächtnis. Die habe ich bekommen. Und ich glaube, Vermächtnis war... Was war denn das? Nicht, dass ich das jetzt durcheinander bringe. Aber ich glaube, ich bin als DD mitgekommen. Und Vermächtnis war damals eine Waffe für Tanks. Glaube ich zumindest. Ich bringe es jetzt gerade nicht zusammen. Als Tank war ich da definitiv noch nicht unterwegs. Als Tank, das kam erst sehr, sehr spät, dass ich da reingegangen bin. Auf jeden Fall bin ich dann als DDler mit dieser Waffe Vermächtnis durch die Gegend gelaufen. Das hat richtig Spaß gemacht. Damals gab es ja noch, also das hat nicht jeder Noob bekommen. Da haben wir quasi für die Teilnahme, also es gab einfach ein Punktesystem für die Teilnahme am Raid, für jeden Boss, den du mitgelegt hast, hast du Punkte bekommen und du konntest dann diese Punkte einlösen für eben so ein Rüstungsteil, wenn es aufgetaucht ist. Was ist denn das hier? 400 Karawanenwagen. Oh, jetzt ist er weg. Nein, macht nichts. Auf jeden Fall gab es halt ein Punktesystem und wenn was gedroppt worden ist, konnte jeder sagen, hey, ich hätte das gerne, dann hieß es, hast du genügend Punkte. Wenn es mehrere waren, die genügend Punkte hatten, dann wurde halt trotzdem noch gewürfelt. Beziehungsweise in den meisten Fällen hat einfach der Raidleiter entschieden, der kriegt das jetzt fertig. Weil der Raidleiter damals musste einfach ja schauen, auch dass seine Truppe natürlich fit ist. Und es würde ihm ja nichts bringen, wenn einer die ganze Zeit würfelt und das Zeug absahnt, der eh schon relativ gut ist. Also so lief es damals halt einfach nicht, so wie heute. Du gehst rein und jeder bekommt was. Oder vielleicht auch nicht. Also es ist jetzt auch ganz oft, dass ich reingehe und halt einfach nur Gold kriege und keine Ausrüstung oder so. Aber ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine. Ich muss jetzt hier nur ein bisschen aufpassen, nicht, dass sich da ein paar Leute den Spaß draus machen. Denn aktuell ist es so, wenn du nach Ogrimmar gehst oder eben halt in die... Hauptstadt der Allianz, ich weiß nicht, wie die Hauptstadt der Allianz gerade wieder heißt. Ach, Sturmwind war das genau. Wenn du reingehst, dann wirst du automatisch PvP markiert, weil das die einzige Möglichkeit ist mit den Ghulen. Du kannst ansonsten hier, da ist einer PvP markiert. Sind ein paar da auch. Drum liege ich erstmal, das ist in 2 Minuten Gott sei Dank eh vorbei. Der Nathanos dürfte eh gleich kommen. Ist auch was, wo ich mir so denke, so, ja, ist halt blöd. Okay, aber wenn man das weiß, dann ist okay. Aber witzige Geschichte, ich habe heute erst gelesen, es gibt ganz, ganz viele, die sich mittlerweile in Ghule verwandeln und dann in die Regionen gehen, wo die ganzen Bots unterwegs sind. Also ist, glaube ich, kein Geheimnis. Es gibt einfach bestimmte Gegenden, die eignen sich perfekt zum Goldfarmen oder Ressourcenfarmen von irgendwelchen Gegenständen oder sonst was. Und da gibt es halt ganze Gegner mit zig Bots, die quasi computergesteuert alles ablaufen. Und im Moment gibt es einige Spieler, die sich einen Spaß draus machen, sich infizieren lassen und dann diese Bots angreifen und diese Bots dann infizieren. Und das zerstört natürlich jetzt die ganzen Routinen für die Bots, weil sie können ja jetzt plötzlich nicht mehr so agieren wie vorher, weil sie sind jetzt ein Ghoul und alles, sind damit auch PvP getaggt und was weiß ich nicht alles. Das ist ganz witzig, dass man so die Bots aushebeln kann. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht vielleicht sogar ein heimlicher Plan war von Blizzard, das so zu machen. Schau mal, jetzt bin ich nicht mehr PvP markiert, jetzt kann ich tatsächlich mich nach unten trauen. Das ist tatsächlich ziemlich witzig, finde ich schön, dass die Community das auch so auffasst und so mitmacht. Würde ich wahrscheinlich selber auch ein bisschen machen. Aber man sollte ein bisschen aufpassen, es wird auch ein bisschen davor gewarnt. Die Bots, die hauen dann natürlich auch gleich mal automatisiert lauter Meldungen raus, also melden die Spieler. Und dann kann es natürlich sein, wenn du zu viele Meldungen kriegst, negative, dann wirst du einfach erstmal automatisch gebannt. Also
bisschen aufpassen, aber an sich finde ich das ganz cool und ganz witzig, dass es da echt so Spieler gibt, die das so auffassen. Das ist wie genauso, dass ich gelesen habe, dass viele, auch wenn Nathan aus Pesthofer eine einmal pro Woche du nur was kriegst, dass es viele Spieler gibt, die trotzdem regelmäßig auf den Nathanos einprügeln, auch wenn sie nichts davon haben, kein Loot oder sonst was, weil sie den einfach wohl so dermaßen hassen, wohl bedingt durch jetzt Legion und eben auch BFA, dass sie da einfach aus Gaudi auf den draufhauen. Würde ich wahrscheinlich vielleicht auch machen. Ich kenne Nathanos jetzt nicht so sehr, aber er war wohl scheinbar auch mal ein Liebling der Spieler. Also, den gibt es ja auch schon ganz, ganz lange im Warcraft-Universum. Der hat auch schon viele Strippen gezogen. War ursprünglich mal bei der Allianz. Tatsächlich. So viel mehr kann ich jetzt auch nicht sagen über die Geschichte. Ich habe das nicht mehr so ganz im Kopf, aber es war wohl mal ein sehr, sehr beliebter Charakter. Ich habe mich diesmal mit Absicht ein bisschen zurück wegen der Lautstärke auch so ein bisschen, dass man sich noch ein bisschen versteht. Und außer Morocken, die das hier schon eh, bin noch ein bisschen faul, gebe ich auch noch zu und will mich auch ein bisschen mit euch unterhalten. Auf jeden Fall war er sehr, sehr beliebt und ist mittlerweile ziemlich in Ungnade gefallen. Bin mal gespannt, welche Rolle er noch in Shadowlands spielt. Das ist ja quasi so ein bisschen das, oder der Schoßhund von Sylvanas. Macht ja quasi alles für sie. Oder hat alles für sie gemacht. Man hat ja sogar gemunkelt, dass es eine Liebesbeziehung gibt zwischen den beiden. Ja, ich bin mal gespannt, ob Sylvanas ihn jetzt fallen lässt, natürlich in Legion. Oder ob sie trotzdem noch, ja, was weiß ich, für ihn kämpft oder Nutzen für ihn hat. Denn Sylvanas ist ja jetzt weg. Der hockt hier ganz allein rum. Tyrande, das werden wir jetzt gleich nochmal in dem Cinematic Trailer anschauen. Oder sehen, denn ich finde ihn ganz gut, den können wir gerne nochmal laufen lassen. Die Tyrande, die wird sich seiner annehmen und schickt ihn quasi direkt zu Sylvanas. Bin mal gespannt. Oh Mist. Ja, ich bin ein Ghoul geworden. Ja, da haben sich ein paar Spieler einen Scherz draus gemacht. Aber okay, das mache ich. Aber wie kann ich das? Ah, genau, da rennen sie schon alle weg hier. Ich muss gerade überlegen, wie geht das? Ich möchte jemanden infizieren. Na toll, okay, das war nicht der Plan, mich selber in die Luft zu jagen. Okay, aber immerhin komme ich rechtzeitig wieder da vorne an. Das ist natürlich jetzt gemein. Die Leute wollen Nathan aus Pesthofer töten. Es gibt viele, die unachtsam sind und auf einmal sind sie mutiert zu Zombies, so wie ich jetzt hier einfach geratsch, geratsch, geratsch und plötzlich bin ich hier ein Zombie. Das ist ziemlich fies. Aber ja, damit kann man natürlich Nathanos jetzt auch so ein bisschen, das hat mir jetzt voll rausgebracht aus der Geschichte, ich weiß schon gerade gar nicht mehr, wo wir waren. Ich hoffe jetzt nur natürlich, dass die Weltquest doch für mich zählt. Ja genau, also im Chat wird schon gerade geschrieben, wenn ich sterbe, bin ich wieder normal. Ja, wir sind normal, wenn wir sterben. Auch wenn ich mich gerade selber so ein bisschen ausgelöscht habe. Das Blöde ist natürlich, dass man jetzt auf einmal ganz schnell PvP markiert ist. Das ist natürlich eine ganz blöde Sache. Jetzt musst du echt ein bisschen aufpassen. Es gibt auch viele, die machen sich jetzt da einfach so einen Scherz draus. Da weiß ich nicht, was ich von halten soll. Das finde ich ehrlich gesagt jetzt nicht ganz so cool. Ich weiß nicht, wie läuft denn das? Muss ich... Ah, ich muss sie quasi töten. So. Ja, komm, er meint das jetzt auch mit. Was geht? Auf jeden Fall kriege ich Ehre. Das ist ja mal geil. Ich habe gerade noch Ehre gekriegt. Ah. Ja, jetzt ist Feierabend. Das macht schon ein bisschen Spaß, aber ich glaube, wenn ich selber jetzt auch derjenige wäre, mich würde das voll ankotzen. Glaube ich, wenn jetzt hier ständig einer hinter mir ist. Und wenn ich jetzt nicht an den Loot vom Nathanos rankomme, das würde mich, glaube ich, fast noch mehr ärgern. Jetzt bin ich mal gespannt. Also das wäre jetzt arg gemein.
Ja, aber ich glaube, er hat nicht gezählt. Das ist jetzt natürlich richtig fies. Das ist richtig fies. Da gibt es dann echt ein paar Leute, die schmuggeln sich halt als Zombie zu solchen Events und stören dann. Muss man klar so sagen. Es ist stören und ja, es kann einen schon ein bisschen ankotzen. Also jetzt erstmal war es jetzt witzig, beim zweiten Mal muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Ja, natürlich, kann ein bisschen meckern. Darf sein, aber natürlich darf ich jetzt dann auch ein bisschen böse sein. Wie gesagt, es macht ja Gaudi und ich glaube, mal kann man das machen tatsächlich. Wenn man das jetzt aber nur noch darauf abgesehen hat, dann finde ich das auch nicht mehr so geil. Also das muss ein bisschen aufpassen, dass ich mich da. Schau mal, da steht einer dieser Zombies und wartet nur drauf, dass was passiert, aber nicht mit mir. Ich flitze hier gleich mal nach oben. Das erklärt aber halt, warum auch hier der Großteil einfach fliegt, weil sie eben jetzt natürlich auch Angst haben, hier in Zombies verwandelt zu werden. So, na, schauen wir mal. Also, bin jetzt erstmal ein bisschen markiert. Da rennt auch noch so ein Zombie rum. Ah ja, ein paar Ehrenpunkte gemacht, das habe ich gesehen. Weiß gar nicht, wo sieht man das denn mit den Ehrenpunkten? Ah hier, da Ehre. 10 Ehre habe ich gemacht jetzt quasi. Einmal so schlecht. ja. Also ich glaube zumindest, dass bei solchen Events wäre schon ganz gut, wenn man sowas unterbindet, weil es ist einfach ziemlich nervig. Ich denke auch, dass sie das doch fixen werden. Das wird so nicht stehen bleiben. Da wird es zu viele geben, die meckern. Aber schau mal, was ich machen könnte. Tatsächlich ist mich einfach dann hier oben hinstellen aufs Dach. Das ist gar nicht mal so eine blöde Idee. Dort kommt so schnell, glaube ich, kein infizierter Ghoul hin. Denn die können jetzt, glaube ich, nicht fliegen. Dann sollte ich da einigermaßen safe sein. Nun seht mal. Wenn das nicht Azeroths mächtigste Champions sind. Ja, das sind Azeroths mächtigste Glückwunsch. Ihr Champions. habt mich am denkbar unwahrscheinlichsten Ort gefunden, meinem Zuhause. Ihr wollt wohl all die schlimmen, schlimmen Dinge vergelten, die ich getan habe? Wie vorhersehbar. Hierauf warte ich schon lange. Bringen wir es hinter uns. Ja, legt schon mal los. Ich warte hier noch so, naja, so 2 Minütchen. Das dauert ja Gott sei Dank auch eine Weile, bis der da hier mal vom HP ein bisschen weiter unten ist. Aber wir sehen schon, es gibt hier einige, die jetzt so denken wie ich, die sich denken, ah, lass sie mal machen. Ich hau mal kurz vor Schluss noch so ein bisschen mit drauf. Natürlich gibt es immer noch die ein oder anderen, die PvP markiert sind, wie jetzt eben halt hier der Freundliche neben mir aus seiner Fledermaus. Aber es gibt hier viele, die einfach abwarten, was natürlich die schlauere Entscheidung ist. Und ich denke, die Spaßvögel, die da unten die ganze Zeit rumrennen, das sind entweder die, die die Wiki-Quest schon hinter sich haben und sich jetzt einfach nur einen Spaß draus machen wollen, oder die, die es nicht wussten oder sich dachten aus Frust, ja, hey, komm, ich mach das jetzt auch mal, oder hey, wenn die das bei mir machen, dann mach ich das jetzt auch mal. Wie gesagt, einmal war das jetzt ganz witzig. Ich werde das jetzt hier kein Stellt euch zweites Mal her, machen. Feiglinge! Keine Chance. So. Ja, wir haben noch genügend Zeit. Schau mal hier. 50 Sekunden habe ich noch und der ist hier ja, ein gutes 10., 15., 20. oder sowas weg. Ist ja noch keine 25%, die er verloren hat. Das müsste ich auch mal schauen. Ich dachte mal, es gab eine Einstellung, dass diese Lebensanzeige im Prozent angezeigt wird oder werden kann. Das ist nämlich eigentlich viel, viel sinnvoller und reizvoller, weil die Bosse natürlich jetzt nicht auf HP Ich sehe 3400 eine euch da Aktion machen, oben. sondern einfach bei 10% zum Beispiel in eine gewisse Phase überschreiten. Da kann man mit den Prozentzahlen doch ein bisschen mehr anfangen. Okay, ihr kriegt jetzt doch ja, schon ein Ich bisschen sehe euch auf die da Nase. oben. Ach, kann es sein, dass das hier vielleicht der grüne Fleck ist, der hier ein bisschen
die Seuche verbreitet. Ich weiß das gerade gar nicht mehr. Ist schon eine Weile her, dass wir es jetzt mal gekämpft haben. So, jetzt auf jeden Fall nicht mehr PvP markiert. Sehr schön. Aua. Zurück ins Getümmel mit dir. Nö. Nö, so nicht. Wenn du mit mir so redest, dann nicht. Seid wohl von Anfängern ausgebildet. Ja, und da, also je mehr Balken wir hier sehen, desto mehr PvPler Zombies sind unterwegs. Natürlich ein bisschen, das ist echt gemein, muss ich schon sagen. So, das wäre es auch schön, wenn man das als Duo auch noch könnte, und zwar auch in Fluggestalt kämpfen. Das wäre jetzt richtig cool. Ach, gar nichts siehst du. Du blinder Fisch, du. Stellt euch mir, Feiglinge! Meine Hunde werden sich an eurem Fleisch lachen. So, da kommt der nächste infektiöse Zombie, da kommt noch einer. Meine Güte, da ist ja hier echt nichts sicher. Ich habe echt Angst zu landen. Vielleicht darf ich aber nur nicht sterben. Vielleicht wird man auch... Ich glaube, man wird erst zum Zombie, wenn man auch wirklich stirbt. Also wenn ich es jetzt natürlich schaffe, am Leben zu bleiben mit meinen ganzen Heals und Schaden zu reduzieren und was weiß ich nicht alles, dann könnte ich es tatsächlich schaffen. Aber ja, schauen wir mal. Ah, die ist doch schon... Bist du schon da? Nein, jetzt habe ich es wieder vercheckt, weil... Ah, ich bin ein bisschen zu spät eingesprungen. Mist. Ah, jetzt habe ich es wieder verpennt. Tut mir leid. Tut mir leid, jetzt habe ich einen Ticken... Ja, es war nur ein Ticken zu lang, was ich jetzt gewartet habe. Oh, ich bin infiziert. Findet ein Heilmittel, bevor es zu spät ist. Wo finde ich jetzt das Heilmittel? Kann mir das einer sagen? Ah, toll, der hat mich jetzt hier infiziert. Ja, ein Heilmittel muss ich jetzt finden. Wo gibt es denn dieses Heilmittel? Das ist jetzt natürlich doof. Heilmittel? Das ist etwas, das ich nicht recherchiert habe. Will ich an dieses Heilmittel. Habt ihr eine Idee, wie man an dieses Heilmittel jetzt da rankommen könnte? Ja, schau, jetzt bin ich hier mal kurz ein infektiöser Zombie mal wieder. Ohne frisches Fleisch könnt ihr nicht überleben. Okay, also ich jag mich hier jetzt einfach mal so ein bisschen in die Luft. Ah, alles kein Wert. Mein Gott, das, also für die Rüstung kann das nicht gut sein, was ich da mache. Das kann nicht gut sein. Schauen wir mal. Ich bin gespannt, ob wir das heute noch schaffen. Wie meinst du das jetzt, Bogo, mit dem Todesritter? Ich glaube nicht, dass man... Ich glaube, für Todesritter gibt es nochmal was anderes, dass man zum Todesritter werden könnte. Ich glaube, es ist halt einfach wirklich so eine ganz normale Ghoul-Seuche. Weiß nicht, was braucht man denn, um Todesritter zu werden? Man muss ja... Also ursprünglich muss man ja, glaube ich, mal tot gewesen sein, um überhaupt ein Todesritter zu sein, ne? Wo wir jetzt hier schnell wieder abhauen, dass hier keiner auf dumme Ideen kommt. Ja, eigentlich müsste man jetzt halt hier effizient diese Ghule hier vernichten. Ne, einfach zerstören, jawohl, der ist schon weg da vorne. Steht noch einer rum, den müssen wir noch kaputt machen. Damit das hier zu einer ghoulfreien Zone wird, weil ich glaube, sobald das hier eine ghoulfreie Zone ist, ist alles wieder gut. Wenn das nicht ah, stimmt, ich bin ja noch PvP markiert, immer noch.
Okay. Möchtest du heute nicht rauskommen? Nö, nö. Wo ist er denn? Ist er wieder weg? Natürlich auch ein bisschen doof, ne? Wenn du Zombie wirst, dass dann halt einfach der die Quest dann nicht zählt, dass du dann den trotzdem nicht besiegt hast, quasi als wärst du nie da gewesen. Das ist natürlich auch ein bisschen doof. So, jawohl. Da hat einer mal reagiert und den Zombie hier gefesselt und sich davon gestohlen. Oha, man hält aber auch ganz schön was aus als Zombie. Da hauen jetzt doch ein paar auf den drauf. Der steht ganz schön gut da, wie so eine Eins. Ah, ich soll mal kurz hier nach rechts unten schauen, ob ich eine. Ja, da finde ich doch eine große Gruppe. Oh, das ist die falsche große Gruppe. So, hier lauter Allianzer. Mensch, was haben wir hier noch? Goblin. Nachtelf. Also es ist ziemlich leer hier. Ah, ne, ist auch Allianz. Ja, warum ist hier so viel Allianz? Ach so, jetzt verstehe ich. Man könnte quasi hier über den Raidfinder vielleicht gucken, ob man so eine Raid-Gruppe aufmacht. Wenn natürlich einer in dieser Gruppe überlebt, dann zählt das ja wahrscheinlich doch irgendwie für alle. Können wir mal hier reinschauen, was es da so gibt. Wanna be a Zombie? Nein. Ach, da unten. Hier, da schauen wir, da ist so ein schöner Button. Jetzt habe ich ihn gerade gefunden. Ja, eins, zwei Mitglieder sind da. Ist, macht das Sinn? Wir können uns mal anmelden, so zum Spaß. Nun seht mal, wenn das nicht Azeroths mächtigste Champions Probieren wir sind. das mal. Vielleicht ist das ja so ein gangbarer Weg, den man tatsächlich machen kann. Ich hoffe, die Leute sind da irgendwie alle da. Sind jetzt hier natürlich links die ganzen Teilnehmer hier. Ja, das könnte wahrscheinlich ein Trick sein. Schauen wir mal. Oh, schau mal, wir finden hier sogar noch zwei Geschichtsfortschritte. Also das verstehe ich auch nicht. Ich dachte eigentlich mal, ich hätte alle Quests durchgezogen, aber irgendwie sind noch richtig viele Quests offen. Da unten sehen wir zum Beispiel eine. Kann es sein, dass so ein paar Sachen resettet worden sind irgendwie für. Keine Ahnung, Legion oder BFA, ich weiß es nicht, aber das ist schon komisch. Ah, kein Ding, jetzt sind ja doch ein paar Leute dazugekommen. Ich bin in der Gruppe 2. Weiß nicht, wie viel sind wir? Es sind 6, dann zum Beispiel bei 12. Das sind nochmal 6, 18, ja, 21 Leute sind wir jetzt. Das ist jetzt doch noch. Schau mal, die sind nämlich alle auf der anderen Seite. Stehen die da, stehen die alle. Sind wir hier schön auf der Karte, wo die alle sind. Aber jetzt ist er schon wieder nicht da. Der da vorne? Nun seht mal, wenn das nicht Azeroths mächtigste Champions sind. Warum ist der denn jetzt schon wieder weg? Denkt er sich jetzt die ganze Zeit, hey, den habe ich jetzt schon zweimal gesehen heute. Solange der jetzt da ist, komme ich nicht mehr raus, oder was? War ja schon gemein. Wäre gemein. Nun seht mal, So, wenn jetzt er. das nicht Azeroths Es bleibt aber da, mächtigste gell? Champions sind. Glückwunsch, ihr habt mich am denkbar unwahrscheinlichsten Ort gefunden, meinem Zuhause. Ihr wollt wohl all die schlimmen, schlimmen Perfekt, so, Dinge jetzt geht wieder was. vergelten, die ich getan habe?
Ich wie vorher sehe. Ich sehe hier auch keinen Zombie rumgeiern. Kann es sein, dass das jetzt halt einfach was Vernünftiges ist in so einer Raid-Kuppel, dass wir jetzt irgendwie in unserem eigenen, ja weiß gar nicht, in unserer eigenen Phase sind, wo dann tatsächlich auch niemand anderer rumspielen kann? Das wäre natürlich auch geil, ne? Wo dann einfach sagt, okay, alle, die jetzt hier drin sind, die wollen halt wirklich einfach nur den Pestufer vernichten. Das könnte zumindest das erklären, was wir am Pestufer jetzt ja schon zweimal nicht so ganz gesehen haben. Ich sehe jetzt hier auch keine PvP-Markierungen. Also das ist tatsächlich ein gangbarer Weg. Vielen Dank für den Hinweis. Das erspart einem doch eine Menge Frustration. Ich sehe hier jetzt wirklich tatsächlich kein Zombie rumlaufen. Kein Ghoul. Weiß nicht, Ghoul, Zombie, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Ghoul und einem Zombie? Es gibt einen, das weiß ich, aber ich kenne jetzt da die Definition nicht so ganz für den Unterschied hier. Muss ein bisschen näher ran, aber ich ein bisschen Angst. Keine Ahnung, haben wir denn ein paar Heiler hier? Ne, wir haben halt nur DDs da. Ja, jetzt machen wir halt lang hier. So, warte mal, schon mal. Ich kann ja hier ein bisschen was zünden. So, ein paar richtig geile Zauber. So, ein bisschen Schaden austeilen. So, ein bisschen was machen. Ohne, dass wir sterben. Das wird auch noch ganz toll. Ja, schon mal hier können wir ein bisschen was machen. Oh doch, oh doch. Ja, habe ich doch gerade eine PvP-Markierung gesehen. Kann es sein, dass man generell einfach zum Ghoul wird, sobald man stirbt? Ist das möglich? Ich habe jetzt auf jeden Fall gerade eine PvP-Markierung gesehen. Ah, da steht einer rum. Reißt sich ja zusammen, ja. Sexy. Nein, schau mal. Shit, ich bin infiziert. Findet ein Heilmittel, bevor es spielt. Aber wo gibt es denn dieses Heilmittel? Weiß es einer von euch. Bin ich doch tatsächlich hier wieder infiziert worden. Und noch 20 Sekunden, Leute. Wir müssen den jetzt in den 20 Sekunden runterprügeln. Ich möchte nicht schon wieder hier antreten lassen. Bin ein Zombie geworden. Ich hau ab. Weiß gar nicht, ich bin jetzt noch nie so oft gestorben in dem Stream wie heute. Ja, Wahnsinn. Und so viel Suizid. Leg mich ja selber um. Jetzt hoffen wir nur, dass wir da rechtzeitig ankommen. Mensch, ich habe das so gelobt, dass keine Zombies da sind und jetzt natürlich gegen Ende werden es wieder irgendwann mehr. Die Leute machen sich halt der Spaß draus. Jetzt nur, dass das zählt. Oh, warum ist man nur so langsam, wenn man ein Geist ist, ey? Eigentlich müsste ich fliegen können. So wie der Dämonenjäger da vorne, die Dämonenjägerin, die macht das eigentlich ganz gut. Oh Gott sei Dank, ich kann mich nicht überleben, was ist da los? Ah, Mist, ich muss Nathanos. Wo ist er denn? Jetzt er. Ich muss ihn doch dort setzen, damit ich Kampf markiert werden. Yes, es zählt. Sehr schön. Sehr schön. Es hat gezählt. Oh, kein Trailer mehr. Kein Cinematic. Oh, das ist ja schade. Oder kommt das noch? Das kommt jetzt glaube ich noch, oder? Die hauen da noch ein bisschen auf ihn ein.
Wurde er besiegt? Nein, kein Cinematic. Ah, schade. Das wäre so cool gewesen, wenn wir den jetzt nochmal gesehen hätten. Hätte mich gefreut. Also danke, Raid. Schön, dass ihr da mitgemacht habt. Wir haben natürlich denselben Unfug nochmal bekommen. Das ist halt doof. Jetzt haben wir echt denselben Unfug nochmal bekommen. Aber das ist doch nicht... Warte, wo ist denn diese Truhe, die mir versprochen worden ist? Also hier... Leuchtet nichts. Muss ich vielleicht... zurück nach Ogrima gehen? Schauen wir mal. Hm. Es wurde doch so eine wunderschöne Truhe versprochen. Was ist das hier? Ein ehrenhafter Sieg. Habe ich schon vor über 10 Jahren abgeschlossen. Vor fast 11 Jahren. Wahnsinn. Aber wie gesagt, die versprochene Truhe der Todeswache oder wie das hieß, habe ich nicht bekommen. Aber vielleicht wird das ja automatisch ausgepackt und daraus kam jetzt eben halt leider wieder die helle Bade des Pestbringers. Wäre ein bisschen schade. Wäre ein bisschen schade, aber probieren wir mal unser Glück. Wir gehen jetzt mal zurück nach Ogrima. Also über Umwege natürlich, wir können ja nie direkt irgendwie nach Ogrima kommen. Es ist die Hauptstadt von der Horde, alles passiert in Ogrima, aber es ist gar nicht so leicht nach Ogrima zu kommen. Du hast Portale und Zauber für alles, nur irgendwie immer nie für Ogrima. Du musst da 100.000 Umwege gehen, sei es nur über Dalaran, über ja aktuell BFA Hauptstadt, egal was, du musst eigentlich immer mega die Umwege laufen. Schon ein bisschen komisch. Ja, so. Ja, schade. Also es sieht so aus, als würden wir hier tatsächlich nichts kriegen. Die Seuche. Schau mal, da läuft tatsächlich mal ein infektiöser Zombie rum. Das erklärt aber auch, warum hier so viele in der Luft schweben hier in Ogrima. Was wir natürlich jetzt auch nicht so unbedingt Lust haben auf diese Seuche. Ich habe jetzt auch nicht so die Lust drauf, darum werden wir jetzt, ich glaube es gibt angeblich ein Portal. Das ist zu. Mal schauen, aber ich glaube das Portal führt nur vom Argentum-Kreuzzug zurück nach Ogrima. Also da haben wir den Kristallsangwald. Ich checke jetzt nur mal kurz noch den Keller ab, den ich übrigens sehr sehr spät und sehr lange gebraucht habe, bis ich den überhaupt mal entdeckt habe hier. Vielleicht gibt es ja hier noch was. Stadtrat, Höhen der Zeit, Kriegssperr. Ne, schade, auch hier nichts. Also gut, wir müssen auch hier wieder ein bisschen Umwege gehen. Ist jetzt natürlich nicht mega schlimm, um Gottes Willen. Das kriegen wir auch noch hin. Wir sind noch jung. Unsere Pfoten tragen uns ziemlich gut, würde ich sagen. So, jetzt sind wir im Kristallsangwald da daran. Und wir fliegen hier rüber. Genau, wir wollen jetzt einfach mal noch rasch die zwei Daily Quests machen. Dass wir uns die auch mal angeschaut haben, dass wir die alle kennen. Denn eine von denen soll ziemlich interessant sein. Also langwierig, aber interessant. Und das dürfte wahrscheinlich die hier sein. Sorgsam geschaffene Schöpfungen. Bin gespannt. Wir fliegen jetzt einfach mal dahin. Da oben ist noch eine Forschungsnotizen. Zerstören und mehr werden wir heute wahrscheinlich dann auch schon fast nicht mehr machen. Gucken wir mal. 1000 Winter, na, können wir vielleicht noch abchecken, was da ist. Aber ansonsten macht es ja auch nichts, ne? Wir haben ja doch viel gesehen und das Wichtigste passiert, glaube ich, ja eh erst nächste Woche dann, wenn Shadowlands rauskommt.
Ich bin noch am Überlegen, wie ich das eigentlich mache. Ich glaube, wir werden auch hier fleißig streamen natürlich. Und zwar so, dass wir eben halt die Geschichte immer im Stream fortführen. Die Geschichte. Und vielleicht so off-stream werde ich einfach so ein bisschen Achievements farmen. Aber so, dass wir einfach die Geschichte so ein bisschen am Stück mitnehmen. Wir werden natürlich nicht eine Stunde streamen und dann wieder warten bis zum nächsten Mal. Das wird natürlich so wie sonst auch mal sein. So 2, 3 Stunden. Auf jeden Fall mal, vielleicht auch mal ein bisschen länger. Je nachdem einfach, wie es hinausgeht. Aber ich hatte mir echt überlegt, dass wir vielleicht alles zusammen schön gemütlich machen mit unserem Druiden. Ich habe ja zur Abwechslung ja noch ein paar andere Chars. Die wollen ja auch noch mal ein bisschen gelevelt und gepusht werden. Jetzt dachte ich mal auf die Schnell, aber ja, das ist eine ziemlich große Höhle eigentlich. Ne, ich glaube, hier gibt es nur einen Boss. Hier gibt es, sonst würden wir auch eine Markierung sehen, ne? Hier gibt es, glaube ich, nichts zu holen. Der Blutelf hier ist, glaube ich, auch ein bisschen dem Irrtum erlegen. Schauen wir mal, wo ist denn das hier? Ach, da oben, ja, das sieht doch sehr, sehr interessant aus. Jawohl, genau. Und zwar die Dunkelreiterin Ali. Ach, das ist ein Pferd mit einem Gnome. Okay, ich dachte, das wäre jetzt auch wieder so ein Wald-Naturwesen. Ich weiß gerade gar nicht mal, wie die heißen. Aber ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine. Findet einen experimentellen Seuchenverbreiter und füllt ihn mit experimenteller Flüssigkeit. Okay. Ein andermal. Ah, die Stimme passt jetzt nicht unbedingt zu dir. Wo müssen wir jetzt hin? Hier, was müssen wir jetzt hier machen? Nehmt das Port. Na, das ist ja hier die falsche Quest. Die hier wollen wir machen. So, experimenteller Seuchenverbreiter. Mal schauen, wo das hier ist. Ach, da ist es ja. Immer so unscheinbar. So, und jetzt soll ich hier mal da Ich drauf muss näher schießen. ran. Experimentelle Flüssigkeit. Oh, eins. Ich habe fast das Gefühl, dass das nicht die Quest ist, nicht die Daily Quest, von der mir mal erzählt worden ist. Will es jetzt noch nicht anteasern, was das für eine war. Das scheint mir aktuell noch sehr easy zu sein. Da oben haben wir noch ein bisschen was. Wobei ich weiß gar nicht, kann es sein, dass, also ist es möglich, dass man unterschiedliche Daily Quests haben kann? Also Spieler X hat andere Daily Quests als Spieler Y. Was muss ich jetzt machen? Rekonstruierte Monstrositäten zerstören. Das sollten die einfachsten Übungen sein. Ah, da haben wir es ja, die großen, die dicken. Die finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool eigentlich. So, der ist kaputt. So, da hinten ist noch einer schnell als du, du. Kann ich ja da hier vorausflitzen. So, jetzt gezählt, ich weiß gar nicht. Warum zählen die nicht? Sind doch hier. Wahrscheinlich, weil die anderen alle schneller sind wie ich. Ja, die sind immer alle schneller wie ich. Ei, ist das gemein. So, der gehört jetzt aber mal mir. Ja, der hat auch gezählt, sehr schön. Und der hier noch, perfekt. Und dann haben wir es ja. Na, geh weg. Geh ja weg hier. Keine Zeit für Spielerei. Willst du mich jetzt ärgern? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Jetzt. Probieren wir das nochmal. Perfekt, wir haben es geschafft. Sehr schön.
Und ja, es sieht wohl sehr stark danach aus, dass das hier nicht die Daily Quest ist, von dem erzählt worden ist. Und die andere wird es auch nicht sein, weil da oben soll man einfach nur Forschungsnotizen zerstören. Wenn ich es richtig jetzt im Kopf habe, kurz. soll es wohl eine Lasst Daily mich Quest los. sein, in der man, glaube ich, so eine Monstrosität ist, die wir da ja gerade kaputt gemacht haben. Dass wir die selber irgendwie steuern können. Es gibt ja hier oben. In dem Bereich gibt es ja auch eine Quest, bei der du dich in einen Ghoul verwandeln kannst und ja natürlich auch die anderen angreifen musst da oben. Ich glaube, sowas Ähnliches gibt es dann auch als Monstrosität bzw. als ja, so aller Flickwerk. Wenn ich jetzt wüsste, dass der die Faustwaffe hat, würde ich sofort runterfliegen. Aber ich weiß nicht, ob der Schmiedemeister Garfrost die Faustwaffen hat. Es gibt nur zwei Stück, die das haben. Ich glaube, der eine ist hier drüben irgendwo. Ich weiß gerade auch nochmal, wie der heißt. Und ja, bei dem weiß ich gar nicht, ob es der Schmiedemeister ist, aber. Habe ja noch ein bisschen Zeit, das herauszufinden. So, ich sehe, wir müssen hier unten rein. Ne, da geht's rein, jawohl. So, wir machen einen auf Katzengestalt, auch etwas Schönes, was die Dudus können. Die. Ach. Ah, okay. Man muss halt Dudu auch sein können. Ne? Ich wollte mich jetzt eigentlich da durchschleichen, also Katzengestalt tarnen, durchschleichen. Stattdessen habe ich Katzengestalt und Speed gemacht. Ist jetzt nicht das, was ich wollte. Also man sollte Katze aber schon ein bisschen drauf haben. Damit das funktioniert. Na, immerhin gibt es hier nochmal einen Geiselstein. Da haben wir noch eine Notiz. Da ist noch eine. Ah, perfekt. Ich fasse alle Notizen, die wir brauchen für die Quest an einem Ort. Oh, das ist krass, wie das hier heilt. Wahnsinn. Ah, da hinten ist noch die letzte Notiz. Nein, ich glaube nicht, dass die dir Essen bringen, Schmiedemeister. Oh, der ist witzig. So, nochmal verdunkelte. Jetzt gibt es aber ganz schön viele von denen. So, jetzt hier. Schleichgestalt. Ah, Mist. Ich dachte, da steht jetzt keiner. Aber okay, mit dem sollte ich auch noch fertig werden. So, und jetzt schleichen wir uns ein bisschen raus, auch wenn uns hier gerade natürlich ein paar abgenommen werden hier von den Kollegen der Allianz. Ah, nee, dürfen wir gar nicht Kollege sagen, ne? Die sind ja die Feinde. So, jetzt geben wir die auch noch ab. Ja, krass, und dann, ja, dann wären wir hier tatsächlich fertig. Dann können wir uns jetzt echt nur überlegen. Wo wir, ja, ein bisschen Zeit habe ich noch. Also, wir könnten echt noch überlegen, ob wir nicht noch irgendwo reinschnuppern wollen. Ich möchte jetzt natürlich nicht nochmal zum Kreuzfahrer gehen oder zur Eiskronenzitadelle. Das möchte ich jetzt natürlich nicht. Oh mein Ich Gott. diene. Wir werden siegen. Ja, natürlich werden wir siegen. Also, andere Optionen haben wir doch fast gar nicht. Perfekt. Also, wir sind hier fertig. Tatsächlich hier oben, die zwei Quests sind es auch nicht, die wir brauchen. Ich habe alles gekauft, was es zu kaufen gibt. Erstmal gucken, was können wir denn jetzt noch machen? Wir haben noch so ungefähr ein halbes Stündchen. Ungefähr, da können wir noch ein bisschen was machen. Schauen wir mal ganz kurz rein. Wenn ihr natürlich Vorschläge oder Ideen habt, haut das ruhig raus. Bei Charakter werden wir jetzt erstmal so schnell nichts machen können. Außer wir kriegen jetzt hier ganz auf die Schnelle mal rasch 50.000 Gold geplündert. Das ist überragend. Das wird jetzt natürlich auch erstmal nicht möglich sein. Quest Nordend. Ich glaube, ich habe eigentlich fast alles fertig, bis eben jetzt hier
auf die Wildherzen. Das könnten wir vielleicht probieren. Die Wildherzen, wo waren die denn? Das habe ich ja schon wieder voll vergessen. Die Wildherzen, die waren entweder boreanische, ne, da waren es nicht. Ich glaube, die waren hier im Scholasar-Becken. Ich guck mal ganz kurz nebenbei mit dem Handy. Was können wir noch machen? Das sind nämlich zwei Fraktionen, die sich gegenseitig ausschließen. Das ist hier einmal das Orakel. Die habe ich jetzt fertig und dann gibt es natürlich noch den Stamm der Wildherzen und man muss jetzt, glaube ich, was ganz Spezielles machen, damit der Stamm der Wildherzen einen dann mag. Das google ich jetzt hier rasch mal. Und dann auch hier wieder regelmäßige Quests machen, damit man dann auch hier dann irgendwann ehrfürchtig ist. So. Heute mal ein bisschen nach unten fliegen, nicht nur nach oben. Gucken wir mal, wie wir das jetzt hinkriegen. Gar nicht so leicht, sowas hier zu finden. Ah, da haben wir doch einen schönen Artikel. So. Mein Gott, weißt du, es gibt 100.000 Werbungen, die, wenn du, du willst nur was suchen auf einer Seite, es gibt 100.000 Werbungen. Übrigens, ab morgen gibt es ja die PS5 zu kaufen. Ich will mir jetzt nicht selber Konkurrenz schaffen, aber das wird nicht jeder mitgekriegt haben. Morgen ab 13 Uhr gibt es vereinzelt nochmal eine Verkaufswelle, bei der die Chance besteht, eine PS5 zu ergattern. Die Chance wird sehr gering sein, weil da werden sich natürlich tonnenweise Leute drauf stürzen, aber jetzt habe ich es euch mal gesagt, ich selbst werde es natürlich auch probieren. Die PS5 ist tatsächlich ein Anliegen von mir noch, das wäre richtig geil und ich glaube, die darf ich mir auch vor Weihnachten kaufen noch. Das ist jetzt doch ein bisschen arg teures Weihnachtsgeschenk. Die würde ich mir dann tatsächlich noch holen und keinen Ärger dafür kriegen, dass ich wieder Weihnachtsgeschenke gekauft habe oder mich selber beschenkt habe, mir selber was gekauft habe, obwohl Weihnachten so kurz vor der Tür steht. So. Jetzt muss ich schaue nur gerade, wie man die besänftigen kann, nebenzu. So, die nächsten beiden Aufgaben lassen sich wie die beiden Affenquests zuvor erledigen. Okay, ihr könnt jetzt nicht wissen, was für Affenquests das sein sollen. Ich weiß es selber nicht. So, wo steht denn das jetzt hier endlich, wie man da wechseln kann? Ah, okay. Wenn ihr eure Wahl rückgängig machen wollt, dann braucht ihr nur Atruis erneut einen Besuch abstatten. Wo ist denn jetzt diese Atruis? Okay, muss jetzt auch noch googeln. Meine Güte, da ist ja echt viel. Das Schöne an Google ist, wenn du einmal was gesucht hast zu WoW und dann nur noch Atruis eingibst, dann landest du eigentlich in 100% der Fälle genau auf das, was du brauchst. So wie hier jetzt auch wieder geschehen. Ich gebe Atruis ein, krieg sofort den Link, kann sofort sehen, wo der wohnt. Dann schauen wir mal. Das ist gar nicht mehr so weit weg, das ist hier vorne. Quasi hinter dem Ding da. Hinter der, was ist das? Lebensblutsäule. Sieht eigentlich auch echt schick aus, das Gebiet. Das Scholasar-Becken. Und angeblich muss ich den jetzt nur umhauen und kann mich dann erneut entscheiden. Richtig verstanden. So. Die können wir ja alle getrost ignorieren. Ignorieren uns auch in den meisten Fällen, wenn wir nicht direkt an dem vorbeilaufen.
hoffe, das war jetzt. Ich hoffe, das. Ja, da steht er doch schon. Da steht er schon. Artruis, der Herzlose. Ich touchiere ihn mal. So, und jetzt muss ich einfach nur den richtigen umhauen. Oh, wer waren jetzt die Orakel? Ihr war, glaube ich, die Orakel, ne? So, jetzt, wer bist du? Champion der Wildherzen. Und die Wildherzen brauche ich noch. Genau, jawohl. Ich wusste, du bist kein Verräter, wie die anderen behaupten. Wir zusammen gejagt, ich dich kenne besser als alle anderen. Danke, dass du mich gerettet. Vielleicht klingt komisch, ich Großzunge nicht besonders mögen, aber selbst ich fühle schlecht, weil Großzunge so gestorben. Sie gut genug kämpfen, um gerechten Kampf zu verdienen. Du wieder willst Freund mit Wildherz sein? Ich glaube, ich kann sie überzeugen, dass du mich gerettet und es den Großzungen gut gegeben. Das ist ein Deutscher. Ich aber nicht mögen, dass du mich dumm dastehen lässt. Du also sicher, dass du nichts mehr mit Großzungen zu tun haben willst? Ja, ich bin mir sicher, denn das ist tatsächlich noch ein Achievement, den ich bräuchte. So, und jetzt da unten steht Stamm der Wild. Ihr könnt es gar nicht lesen, weil da natürlich das prachtvolle Bild unseres Druiden hängt. Stamm der Wildherzen ist euch gegenüber jetzt wohlwollend eingestellt. Und die Orakel sind jetzt plötzlich hasserfüllt. Mal so ganz easy das Ganze hier switchen. Und jetzt machen wir einfach noch ein bisschen die Questreihe durch, um dann hier ein Achievement zu machen. Hier einmal ehrenamtliches Wildherz, wo wir einfach die 8 täglichen Quests, die verschiedenen, erfüllen müssen. Und dann gibt es hier beim Ruf, wenn wir da reingehen, ich glaube hier nicht, sondern Wrath of the Lich King. Da haben wir auch noch ein paar Fraktionen offen, ähnlich wie bei Classic, die Hydraxianer oder die Boot Nordstormos. Bei Burning Crusade habe ich auch noch ein bisschen was offen. Aber hier, da haben wir gerade richtig viele offen, die Kaluak, die Wildherzen und erhaltet ein großes Eismammut. Wo kriege ich denn dieses große Eismammut her? Das wäre auch noch interessant. Schönes Reittier, können wir auch gleich schauen. Und hier, wie gesagt, der Achievement, dass man einfach bei beiden den Rang ehrfürchtig erhält. Das machen wir jetzt einfach noch. Das ist, glaube ich, relativ easy, so mal. Das sind ja keine Gegner, ne? Die schaue ich einmal schief an und dann fallen die ja schon um. Werden wir darüber fliegen. Kommen wir kurz nach dem Eismammut. Da haben wir schon. Ah, deswegen habe ich das nicht. Das ist sehr teuer. Die Söhne Hodias sind in den Sturmgipfeln, müssen ehrfürchtig sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die schon ehrfürchtig habe. Vielleicht habe ich mir damals nicht geholt, weil ich das Geld dafür nicht hatte. Aber jetzt habe ich es ja. Auch wenn es wehtun wird, 10.000 Gold ist halt trotzdem noch eine ganze Menge. Aber mei, was tut man nicht für alles für den Erfolg? Es gibt Leute, die haben schon mehr Geld für andere Sachen rausgeschmissen, ne? So, ja, hier geht schon los. Die Hühnerparty. Hier haben wir noch ein paar andere Quests, die können wir auch gerne noch machen. Stärke des Sturms, die nehmen wir jetzt hier einfach mal alle mit. Wie gesagt, das ist ja hier keine Herausforderung für uns. Hühnerparty, was muss ich da machen bei der Hühnerparty eigentlich so? Ah, Hühnerfang. Ja. Leichtestes Spiel. Fangen wir mal die Hühner ein, könnte ich für meine Kolonie in Rimworld, glaube ich, ganz gut gebrauchen, mal so ein paar Hühner. Schau mal, hier sind ganz viele dabei. Hühner, stehen bleiben! Ja, da haben wir doch ein paar eingefangen. Solche Quests liebe ich ja. Das macht einfach Laune. Da hast du ein paar Aktionen dabei, es ist jetzt nicht so, dass du dann 100.000 Jahre dafür brauchst, du fliegst ein bisschen rum, läufst ein bisschen rum, wie auch immer, sammelst dann die Hühner ein und auf geht's. Jetzt brauchst du natürlich nur noch die Hühner irgendwo. Wo ist denn die Gruppe Hühner da? Ach, da oben sehe ich doch hier eine Gruppe Hühner. Halt, stehen bleiben, Kameraden. Stopp. So, jetzt haben wir doch ein paar.
Dies. Ja, okay, sie sind ein bisschen flink. Aber ja, wie gesagt, trotz allem, solche Daily-Quests mag ich eigentlich total gern. Ich mag keine Daily-Quests, wo dann 3 Jahre brauchst, bis die da mal wirklich durch sind. Weil die meisten, das ist jetzt nicht so, dass es halt wirklich auch Spaß macht, an die zu machen. Das ist dann einfach nur ein doofes Grinden, wie es zum Beispiel mit den Geiselsteinen. Gut, da brauche ich jetzt keine 30 Jahre dafür, aber trotzdem, du musst halt ganz, ganz viele Gegner kloppen. Und wenn du Glück hast, dann, ja, dann kriegst du das, was du brauchst. Wir kriegen hier echt viel Ruf für diese Daily-Quests, sehe ich gerade. Haben jetzt gerade 580 Ruf gemacht. Also, ihr müsst euch schon mal keine Sorgen machen, dass ihr jetzt auch für diesen Ruf sehr, 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 sehr viel Zeit investieren müsst. Das geht scheinbar auch relativ schnell. Natürlich hat man das ja nachträglich angepasst. Wrath of the Lich King ist schon einige Jahre her. Tatsächlich, so, weiß ich, 2010, ja, 10, weiß ich gar nicht, wann war Wrath of the Lich King? Ist das. Oh. Ich muss jetzt gerade echt überlegen. 2010 ist, glaube ich, noch zu früh, oder? 2012 auf jeden Fall. Ich glaube, irgendwie so um den Dreh rum war das. Ja, natürlich gehe ich jetzt hier. Ach, schau mal, ich sammle jetzt auch nichts ein. Ich laufe nur rum und hau die hier so ein bisschen um. Die Gorlocks. Da war das so ein bisschen anders, da hast du nicht so viele Rufpunkte bekommen. Aber wie gesagt, natürlich hat man das jetzt so ein bisschen angepasst. Muss man vielleicht in Anbetracht dessen, dass ich nur einmal kurz drauf hau und dann sind die schon kaputt, jetzt auch nicht so dramatisch ist, wenn ich das jetzt öfters machen müsste, aber ja. Man möchte es halt wieder einsteigern, so einfach wie möglich machen oder so schmackhaft wie möglich zumindest. Darum schaut man natürlich, dass sie jetzt nicht auch 100.000 Jahre brauchen, um das ein oder andere zu schaffen. Wer seid denn ihr? Die Verheerer der Wildherzen marschieren hier auf einmal ein. Jetzt, wo hier schon eigentlich fast alles fertig ist. Dann kommt ihr rein. Alles klar. So, ein bisschen Mondfeuerparty darf auch noch sein. So, finde ich ehrlich gesagt auch ziemlich geil. Das macht auch Spaß. Wenn du einfach rumläufst und dann hier zack, zack, zack. Oh, da haben wir noch ein paar. War früher auch nicht so easy. So, auch die ist damit geschafft. Dann geben wir die auch rasch ab. Dann haben wir hier oben noch eine. Und ich glaube, ja, das sind 3 der 8, nicht 4, ich wollte schon 4 sagen, der 8 Dailies, die wir hier abschließen müssen für dieses Achievement. Ja, das sehen wir schon. Einen haben wir schon fertig. Jetzt kommt hier Nummer 2 dazu. Dafür kriegen wir 812 Instrument des Krieges. Jetzt brauchen wir noch Karthags Wut, geheime Kraft der Wildherzen, des Herzbluts Stärke, die Stärke des Sturms, Rejek und des Helden Heim. Dann hätten wir es geschafft. Perfekt, super. Ah, schau mal, also respektvoll werden wir heute noch nicht, aber ich arbeite dran, das kriegen wir ganz schnell durch. Und dann fliegen wir, glaube ich, noch rüber in die Sturmgipfel hier zu den Söhnen Hodias. Die sind, glaube ich, hier drüben bei Donnerfall. Kaufen uns dort noch das Eismammut für 10.000 Gold. Oh, das wird so wehtun, glaube ich. Aber ja. Was soll ich denn hier machen eigentlich? Wahre Macht des Sturms. Ich jetzt einfach umhauen, oder was? Oder? Ah! Vogel, Vogel, Vogel! Aha, perfekt. Auch etwas, das nur die Druiden können. Naja, und die Dämonenjäger, die können sich da auch noch in Sicherheit bringen, was das angeht. Also, ich möchte jetzt hier nicht den Finger in die Wunde legen, aber ja, ne? So, die wahre Macht des Sturms, das muss ich machen. Sammelt 3 Essenzen des Monsuns und 3 Essenzen
des Sturms. Das ist es nicht, was ich brauche. Ja, genau. Und solche Dailies meine ich halt jetzt, ne? Wo du mehrere umhauen musst, bis du dann das kriegst, was du brauchst. Ist natürlich, wenn man so stark ist, wie wir es sind, jetzt nicht so das Thema, aber stellen wir uns jetzt einfach mal vor, das wäre auch im BFA so. Boah, ich glaube, da könnte je nachdem natürlich, was der Anreiz ist, die Lust schnell vergehen, das hier täglich zu machen. Ah, nee, hier ist auch nichts. So, in Vogelgestalt angreifen, das wäre auch noch eine super Verbesserung, Blizzard. Das wäre cool, wenn ihr das auch noch irgendwie ermöglichen könntet. Sense Sturms, jawohl, nehmen wir die zwei noch mit. Hey, stopp! Jawohl. So, die des Sturms sollten wir damit haben. Dreimal brauchen wir nur noch den Monsum. Haben wir auch zusammen. Perfekt. Und was soll ich jetzt da noch machen? Und bringt sie zum Sturmschrein. Okay. Bin beim Sturmschrein. Ja, 2008. Ist es schon so alt tatsächlich? 2008? Oh krass, da habe ich dem Spiel ja fast Unrecht getan. 2008 erst. Jawohl, jetzt haben wir die wahre Macht des Sturms erhalten. Ah, jetzt sind wir es hier nicht mehr, schade. Ich meine, wir haben es erhalten, jetzt fliegen wir mal zurück. Aber 2008, wow, die Zeit, die vergeht echt schnell. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das schon so lange her ist. Das ist krass. Ich weiß noch. Also wenn das 2000, ich weiß nicht in welchem Jahr das war, aber ich weiß noch, ich bin damals mit meinem Bruder extra in die Stadt gefahren. Ich wollte mir, wollte ich denn in der Stadt eigentlich? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, wir sind mit dem Zug in die Stadt gefahren und ich hatte mir damals dann tatsächlich Wrath of the Lich King gekauft. Das war quasi mein Wiedereinstieg wieder in WoW damals. Ich hatte ja meinen Account verkauft gehabt, hab das im Laden gesehen, hab mir gedacht, ja, okay, jetzt schaust du es dir halt mal wieder an. Kaufst es dir. Und ich hatte auch noch Command & Conquer 4 Tiberium Twilight gekauft. Also die zwei Spiele habe ich mir gekauft. Ich glaube, ich habe noch irgendwas anderes gekauft, für das ich, glaube ich, eigentlich in der Stadt unterwegs war. Auf jeden Fall mit den zwei Spielen bin ich dann nach Hause gekommen. Tiberium Twilight, ja. Gut, war an sich ein schönes Spiel, aber hat mich dann doch nicht so gefesselt, wie es hier Wrath of the Lich King bzw. WoW generell konnte. Hatte natürlich meinen Spaß damit, aber ja, Tiberium Twilight war schon ein bisschen. Es war anders. Es war halt einfach nicht das Command & Conquer, wie wir es eigentlich kennen und lieben gelernt haben. So. Mit den Quests sind wir durch für heute. Daily-Quests hier. Wir haben gut Erfahrungspunkte nochmal gesammelt. Es gab jetzt hier im Schuss nochmal 580. Damit hätten wir insgesamt so knappe 2000 Rufpunkte gemacht, die man hier wahrscheinlich jeden Tag da machen kann. Vielleicht gibt es nochmal eine Daily oder ein, zwei Dailies mehr, sobald man respektvoll ist. Muss mal gucken. Ich bleib dran. Das sollten wir auf jeden Fall hinkriegen. Und jetzt fliegen wir noch ganz kurz hier in Richtung Söhne Hodies. Ich weiß gar nicht, wo ich das jetzt schon wieder gesehen. Da, hier. Oh, oh, Leute, machen wir auch rasch. 1000 Winter gehört uns, das machen wir jetzt auch noch rasch. Wenn wir das jetzt hier gerade schon zufällig sehen, wir gehen hier rein in Archavons Kammer. Auch hier gibt es noch ein Achievement zu holen. Wenn wir schon mal hier gerade vorbeifliegen und das sehen, dann sollten wir das unbedingt mitnehmen. Es ist nicht gesagt, dass uns hier 1000 Winter bald wieder gehört. Ich scroll mal eine Weile. Wir haben ja hier massiv viele Achievements gemacht in letzter Zeit. Und zwar die zwei hier. Ein Lied von Erde, Wind und Feuer bezwingt. Archavon, den Steinwächter. Imalon, den Sturmwächter. Und Kuralon, den Flammenwächter im Abstand von
60 Sekunden im 10-Spieler-Modus. Ich probiere das jetzt einfach mal. Ich hau mal drauf. Wenn ich das richtig gelesen habe, reicht es wohl einfach, die sofort einfach umzuhauen. So instant. Dann sollte das reichen. Also ich muss jetzt nicht 60 Sekunden warten, bis ich dem nächsten da eine verpasse, sondern ich kann wohl, glaube ich, gleich relativ schnell alle 3 in 1 verpassen. Bogu, nein, da liegst du falsch. C und C4, also Command & Conquer 4 TB im Twilight, war nicht das mit den Screen. Das war tatsächlich. Es kam später nochmal. C und C4 war das, wo du keinen echten Basenbau mehr betrieben hast, sondern nur eine Einheit hattest, so einen fahrenden Bauhof, wenn du das so sehen willst, aus dem du da konstant einfach Einheiten produziert hast. Was du meinst mit den Screen, mit den Außerirdischen? Ah, deswegen ein Abstand von 60 Sekunden. War das ein bisschen. Okay, wow, puh, wow, das könnte ein bisschen spannender werden, die in den Abstand von 60 Sekunden platt zu machen. Oh, das wird spannend. Ja, im Chat steht es auch schon, alle Bosse zusammenziehen. Wow, puh, schauen wir mal. Okay, er kippt zumindest mal nicht gleich um. Er wird nicht gleich umkippen, wenn ich drauf hau. Ich darf halt nur einmal kurz draufhauen, rechte Maustaste, und dann muss ich mich halt sofort auf den Weg machen zu den anderen. Ich überlege gerade die ganze Zeit, wie das hieß mit den Screens oder den Screens, also diesen Aliens. So, jetzt nicht weiter draufhauen. Wir laufen jetzt einfach los. Ah, meinst du, ich komme jetzt drauf? Aber das war tatsächlich noch ein richtig cooles Command & Conquer. Das war halt das, wo. Ist da noch ein Add-on gab, quasi in Anführungsstrichen, mit Kanes Rache hieß es dann. Das persönlich hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber C und C4 war wirklich das, du hattest quasi irgendwie so ein Hauptgebäude, mit dem bist du die ganze Zeit durch die Gegend gefahren und nur dort konntest du produzieren. Es war einfach mal was komplett anderes. An sich fand ich die Idee nicht schlecht. Man hätte es aber, glaube ich, nicht als C und C4 verkaufen sollen, also als Bestandteil von Command & Conquer. Zumindest nicht als Bestandteil der Reihe um die Nordbound GDI. Also das war, glaube ich, da einfach der größte Fehler, der dann letztendlich eigentlich auch dazu oh Gott. Der fällt ja schnell um. Okay, ich habe auch... Habe ich jetzt Teddy auf den eingehauen? Also der ist jetzt ja... Shit, da muss ich echt aufpassen. Der ist jetzt richtig schnell umgefallen. Können wir mal ein bisschen Gas geben? Oh. Da vorne rechts haben wir. Also, das finde ich jetzt sehr schön, tatsächlich, dass wir hier wirklich auch noch in die Kammer gehen können. Wir hätten das zumindest jetzt schon mal als dann 10 Spieler fertig. Wir kriegen nichts davon. Also, wir kriegen jetzt hier kein Reittier oder sowas. Aber es ist trotzdem eine feine Sache. So. Warte mal. Dass wir uns da hier mal rasch kurz ein paar Gegner hier entledigen. Jetzt hau ich den da nur ganz kurz und ziehe mich sofort wieder. So, habe ihn kurz gehauen, jetzt zurückziehen und in die andere Richtung. Halt, halt, halt. Lass mich da durch. Ich bin Arzt. Sollte ich das jetzt sagen? Ich glaube nicht, oder? Ja, ich bin Arzt, lass mich durch. Oh, ich sehe gerade, in der Gilde hat jemand eine andere Waffe vom Pestrufer bekommen. 100 Pro, und zwar die Zauberklinge des Pestrufers. Das ist so ein Schwert. Das ist ja gemein. Ein Schwert. Ich hätte gern die, was weiß ich, die Pestfaust des Pestrufers bekommen. Irgendwie sowas. Das ist, glaube ich, ein cooler Name. So. Da vorne steht er. So, Moment, und was? Hier kann man Reittiere kaufen? Sehe ich jetzt gerade noch im Chat, wurde auch noch mal kurz darauf hingewiesen, dass man hier auch noch Reittiere kaufen könnte. Müssen wir natürlich sofort kaufen. Das darf man natürlich nicht ignorieren. Vielleicht habe ich die ja schon, ich weiß es nicht. Oh Gott, hey. Ich möchte doch nur ein Autogramm von
ihn hier haben. Wieder festgefroren. Oh shit. Wollte gerade sagen. Jetzt da. Mist, war das so klug? Yes, wir haben es geschafft. Cool. Jawohl. Da fallen sie alle um. Und was haben wir jetzt hier bekommen? Kette. Platte. Leute, ich bin Lederträger. Ich kriege hier Kette und Platte und... Und ein Reittier. Wir haben ein Reittier bekommen. Yay. Yeah. Kriegt wahrscheinlich jeder. Das ist wahrscheinlich gar nicht so selten. Das haben sie wahrscheinlich auch gerne. Aber hier, was will ich damit? Platte und Kette, Leute. Das ist gemein. So, was habe ich jetzt da für ein Reittier bekommen? Zügel des großen schwarzen Kriegsmammut. Kriegs. Geil, das habe ich noch nicht. Ich muss ja ganz kurz in der Gilde bedanken. Die gratulieren hier alle gerade ganz fleißig wegen dem Achievement. Finde ich immer ganz witzig. Ganz, ganz toll, ganz süß. Aber das finde ich ja ganz schön, dass das immer so ist. In jeder Gilde, in der ich bis jetzt war, man hat einfach immer gratuliert zum Erfolg. Und auch wenn es so jemanden gab wie mich, der dann 20.000 Erfolge in kürzester Zeit macht, man hat echt, gut, es gibt Bots, die einem diese Arbeit natürlich abnehmen. Aber trotzdem ist das schön, wenn man das mitkriegt, dass da einer sieht, ah, oh, schau mal, der hat einen Erfolg gemacht, GZ. Das ist doch schön. Also ein gutes Miteinander. Und ich habe jetzt hier gerade echt ein Reittier bekommen. Aber es kriegt bestimmt jeder, oder? Bin mir fast sicher. Das ist jetzt gar nicht so besonders, aber ich nehme es trotzdem mal mit. Geil, das große schwarze Kriegsmammut. Ich glaube, der kann links und rechts dann auch wieder so ein Verkäufer sitzen. Hat sich ja geil richtig gelohnt. Vor allen Dingen, ich finde, die Kriegsmammut, die schauen auch noch richtig geil aus. So, warte mal. Keine Sorge, ich lasse dich nicht alleine. Du darfst gerne mit zu deinem... Hä? Das war ein Erfolg? Nein, oder? Bei mir steht da unten links, ich habe jetzt einen Erfolg gemacht dafür. Guck ich nicht. Glaub. Tatsächlich. Tatsächlich, das ist eine Heldentat sogar. Oh krass. Da bin ich ja jetzt erstaunt und begeistert. Das ist tatsächlich eine Heldentat, das große schwarze Kriegsmammut zu ergattern. Sehr geil. So. Wie komme ich jetzt... Da, hier, da komme ich nach vorne. Jetzt kann man hier angeblich noch Reittiere kaufen. Also hier gibt es auf jeden Fall mal eine Quest. Ah, die Kriegshymnen-Offensive ist das so. Und der sieht doch so aus, als würde der was verkaufen. Luktar! Ach, da haben wir es ja. Züge des schwarzen Kriegsmammut. Das habe ich schon. Haben wir vorhin schon gesehen, das ist ja nur das normale, das ist nicht das große Kriegsmammut, das ist ganz normale. Dann gibt es hier noch Erbstücke, aber das ist jetzt, glaube ich, nichts Interessantes. Und der hat auch nichts anderes. Also, alles da. Wir haben hier nichts, was wir noch kaufen können. Wir besitzen das quasi alle schon. Perfekt. Und dann, um den Abend einfach noch mal ein bisschen abzurunden, besorgen wir uns jetzt einfach noch das weiße Mammut. Das heißt jetzt nur weißes Mammut, oder? Wir können mal kurz schauen. Mammut, großes Eismammut, das besorgen wir uns noch. Dann haben wir die ganze Mammutfamilie zusammen. Endlich vereint miteinander. Sehr schön. So muss das sein, ne? Wir müssen mal schauen, wo die waren. Ich glaube, die waren hier hinten. Camp Tunkalo. Jetzt das doch richtig im Kopf habe. Ich habe mir erst letztens wieder Gedanken gemacht über genau die Gegend, glaube ich, so unbewusst. Da waren, glaube ich, sehr, sehr viele Eisplatten überall verteilt. Ich glaube, die waren hier hinten. Das werden wir jetzt aber gleich herausfinden. Sobald wir da hinten sind. Ha, jetzt wird mir hier gerade im Chat unterstellt, dass ich Glück hätte.
dass andere da doch relativ oft dafür drin waren. Ich wusste gar nicht, dass da ein Reittier gibt. Voll geil, aber ja gut, wir können schon sagen tatsächlich, dass es ein bisschen. Ah, schau mal, alle vier haben hier die Chance, ein Reittier fallen zu lassen. Nicht schlecht. Aber stimmt schon, bis jetzt jedes Mal, wenn ich jetzt in so einem Dungeon drin war, ich habe immer ein Reittier. Wobei, das war, glaube ich, jetzt das erste Reittier. Aber ich habe immer was bekommen, wo ich gebraucht habe. Ein Reittier oder Haustiere. Gerade Haustiere haben wir sehr, 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 sehr viele bekommen. Was ich die Tage jetzt noch probieren werde, ist, gut, was ich machen werde auf jeden Fall, ist noch den Schlachtzugserfolg für die Eiskrone. Da fehlen mir noch drei. Die volle Hütte, die habe ich falsch interpretiert. Die muss ich normal machen und so weiter. Also auf jeden Fall dort kriegen wir dann, wenn wir das fertig haben, kriegen wir auch nochmal einen Drachen. Dann muss ich in Ulduar auch noch mal rein. Auch dort bekomme ich dann sogar zwei Reittiere, zwei Drachen, den rostigen Brotto und den eisenbeschlagenen Brotodrachen. Dazu muss ich hier nur noch 25 dunkle Runenwächter da irgendwie mit so einem oder durch einen Drachen kaputt machen. Dann hätte ich das auch fertig und dann hätte ich auch schon wieder drei neue Reittiere in den Feuerlanden. Da musste ich oder ja, müsste ich auch noch mal rein, auch dort kann ich recht schnell auch nochmal an ein Reittier rankommen. Und ja gut, dann haben wir noch Pandaria und Draenor und Legion und BFA, wo wir auch nochmal ganz, 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 ganz viele Reittiere rausziehen können. Ah, macht das so Spaß. Ja, und hier unten, ihr seht es gerade, die Rächer des, ja, stimmt, da können wir auch noch ganz kurz gucken. Bin ich immer schwer auf der Suche bei einer Daily Quest für eine Gen-Kollegin, dass wir da endlich die Krone kriegen. Da gibt es ja auch einen interessanten Erfolg, wo du dann halt ein paar Leuten winken musst, die nicht immer auftauchen. Dazu gleich mehr können wir machen. Auf jeden Fall die Rächer des Hyal, auch noch eine Fraktion aus Kataklysmen, an der ich gerade arbeite, dass ich jetzt hier natürlich auch noch auf ehrfürchtig bin. Ja, zufällig so gesehen. Und ja, genau, das ist hier die Gegend, da habe ich mir erst letztens wirklich wieder Gedanken gemacht. Also ist mir echt noch im Kopf hängen geblieben. Da ist er, der gute Rüstmeister. Der König Jokum hat sogar tatsächlich noch was für mich offen. Die Verteidigung von K3, das wird wahrscheinlich deine Quest da irgendwie sein, ne? Naja, machen wir heute nicht mehr. Brauchen wir auch vielleicht gar nicht. Aber auch hier wieder interessant, der ne? Geschichtsfortschritt 8 von 9. Wenn ich jetzt in Quests reingehe für Nordend, habe ich ja fast alles. Bis auf das ehrenamtliche Wildherz. Aber ansonsten haben wir hier, wo haben wir es denn? Drachenöde. Das ist zu Dragrissi-Hügel. Hier irgendwo, wo ist denn hier die Sturmgipfel? Drachenöde, was ist das? Das ist es nicht. Zu Drag-Hauptgeschichte. Das ist auch nicht Grissehügel. Ist ja interessant. Chola-Saarbecken. Da haben wir es. Sturmgipfel. Ich habe den Erfolg schon. Aber aus welchen Gründen auch immer, die Verteidigung von K3 ist hier wieder ausgegraut. Habe ich aber mit dem Charakter habe ich es gemacht. Also irgendwas haben sie da resettet. Irgendwas muss da schiefgelaufen sein. Naja. So, hier, jetzt. Wir kaufen ein und zwar für ganz, ganz. Oh, ist ja gar nicht mehr so teuer. Ist reduziert auf 8000. 8000 für das große Eismammut. Hier steht 10.000. Es sind nur noch 8000. Sehr schön. Ich nehme jedes Schnäppchen mit. Ist wahrscheinlich gerade ein Sale. Gibt es hier, was ist das hier? Ah, das ist, glaube ich, okay, gut, das war damals so, dann konntest du deine Waffen mit irgendwas Bestimmten dauerhaft wieder verbessern. Brauchen wir nicht mehr. Wir holen uns hier die Zügel des großen Eismammuts, haben damit nochmal einen weiteren Erfolg gemacht. Und natürlich probieren wir das gleich mal aus. Schauen wir uns die mal ganz kurz an. Also da bin ich jetzt schon ein bisschen stolz auf die.
Also das große schwarze Kriegsmammut. So. Das ist ein bisschen klein geraten. Das ist fast. Also, das ist der Taure fast schon größer. Dann machen wir das hier mal weg. So. Wie gesagt, finde ich sehr, sehr schön. Tatsächlich, ich weiß ehrlich gesagt nur nicht. Ah, da sieht man die Augen tatsächlich. Bisschen klein. Aber sieht sehr schön aus. So, und jetzt schauen wir uns noch das weiße Eismammut an. Weißes. Okay, so geht's nicht. Nur Eismammut. Ah ja, genau. Weißes Eismammut. Ja, okay. Alles klar. Das große Eismammut, schauen wir uns das an. Schaut eigentlich genauso aus, nur in weiß. Und das, ja, das sieht eigentlich auch sehr, 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 sehr schick aus. Da kann man wirklich absolut nichts dagegen sagen. Dann machen wir uns rasch noch auf nach Orgrimmar. Schauen wir ganz kurz noch zum Hial, ob wir heute auf Komi treffen werden. Gestern, muss ich sagen, habe ich nicht nachgeschaut. Ich hoffe, dass gestern kein Chromi-Tag war, weil wenn gestern Chromi-Tag war, dann bin ich bestimmt jetzt ganz doll Ärger. Hoffen wir einfach mal, dass heute Chromi-Tag ist, dass heute die Chromi da ist. Also es gibt einfach eine bestimmte Quest bei den Rächern des Hyal. Ich glaube, das sind die im Hyal. Ich zeige es euch gleich. Ich will nur kurz in die entsprechende Richtung fliegen. War ja eigentlich immer so. Das ist eine Daily Quest. Wenn du die annimmst, dann musst du einfach ein paar andere Mobs umhauen und dabei kriegst du Gesellschaft und da so von vier Personen. Und da kann es halt passieren, dass eine Komi dabei ist, dass eine Tesarada oder warte mal, können wir schauen. Der Erfolg heißt kennen wir uns nicht. So heißt dieser Erfolg. Und da müssen wir halt allen Bekannten mal zuwinken. Das ist einmal Linken, Ned Page, Mankrik, Tassarian, Komi und Hemet Nessingway. Wobei man hier aufpassen muss, Tassarian ist nur bei Allianzlern taucht er auf, also muss man schon Glück haben oder halt selber Allianzler sein. Was natürlich hier ein bisschen eine kleine Zwickmühle ist für mich. Und Mankrik taucht nur bei der Horde auf. So, und jetzt gibt es eben halt ein paar, die tun sich recht schwer mit den einzelnen Charakteren, weil die natürlich nicht immer auftauchen. Es kann auch mal passieren, dass keiner von denen auftaucht, was auch ein bisschen blöd ist. Und ich versuche jetzt da gerade einfach so ein bisschen unterstützend immer wieder vorbeizuschauen. Dazu müssen wir jetzt einfach, sorry, der Vogel meckert hier so ein bisschen, müssen wir hier rauf zum Hial. Und zwar hier zum Heiligtum von Malorn. Weil die Quests habe ich sogar schon angenommen. Wir müssen gar nicht so weit, die kann man hier annehmen. Dann muss man in dieses Gebiet fliegen und dann kriegt man eigentlich auch schon Unterstützung. Wir sind ja fast da. Genau, da fliegen wir gerade rein. Ich habe die Quest schon angenommen. Man muss sie nicht abbrechen und es bringt auch nichts, sie abzubrechen, denn das resettet mit jedem Tag. Also jeden Tag hast du eine neue Chance darauf, dass hier ein Charakter auftaucht. Jetzt drücken wir einfach mal alle zusammen ganz, ganz fest die Daumen, dass hier die Chromie auftaucht. Weiß gar nicht, ob das schon hier ist. Oder ob die erst kommen, wenn man landet. Ich weiß es nicht, aber wir haben es gleich. So, lassen wir uns hier nieder. Nein, leider kein Glück. Wir haben heute wieder mal drei Beschützer des Hyal dabei und Seid heute den gegrüßt. Erzmagier Landalok. Also anstelle von ihm wollten wir gerne Chromi haben. Passiert heute leider nicht. Sehr, 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 sehr schade, aber macht nichts. Ich werde jeden Tag vorbeischauen und sobald Komi da ist, lasse ich es natürlich wissen. Aber ihr könnt gerne alle fleißig die Daumen drücken. Das wäre ganz lieb von euch. So, dann teleportieren wir uns jetzt mal zurück zur. Ja, gehen wir noch mal wieder hier zu unserem. Nicht zum Traumpfad. Ich muss gerade überlegen, wo wir eigentlich hin wollen. Gehen wir zurück zum großen Siegel. Dann werde ich da vielleicht jetzt einfach noch ein bisschen weitermachen mit die Tage. Und noch ein bisschen an der Kriegskampagne arbeiten, um das Herz von Azeroth nochmal ein bisschen besser zu machen, auch wenn es nichts mehr bringt. Aber auch hier natürlich der Achievements wegen
kann man ja hier auch noch ein bisschen weiterarbeiten. Gibt da ein bisschen was zu tun? Aktuell bin ich. Oh, was sehen meine Augen denn da? Ah, die Kriegsfronten-Quest ist wieder aktiv. Oh, da werde ich bestimmt auch gerne mal vorbeischauen. Aktuell bin ich hier oben gerade in Nas-Jatar unterwegs, wo ich jetzt auch wieder zurückkehren soll. Das können wir vielleicht noch rasch machen, dass ihr das einfach mal ganz kurz gesehen habt. Die meisten von euch werden das wahrscheinlich eh schon kennen. Dort werde ich jetzt einfach ein bisschen weiterarbeiten, um hier die Kriegskampagne weiter voranzutreiben. Was ist denn das? Ah, da habe ich auch noch irgendeine Quest offen. Die muss ich mir auch mal anschauen. Irgendwas mit einem schwarzen Prinzen. Keine Ahnung, was das sein soll. Da kommen wir auch noch drauf. Nein, ich möchte nicht hier hin. Warte mal, jetzt muss ich nur die richtige Quest annehmen, glaube ich. Jetzt da. Genau, da haben wir das Portal nach Nas-Jatar. In so eine, ja, sagen wir mal, ein bisschen Unterwasserwelt. Da hat sie sich, diese Sylvanas, mit jemandem zusammengetan, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Aber da können wir gerne mal zu einem anderen Zeitpunkt auf die Geschichte eingehen. Ich bedanke mich jetzt erstmal wieder herzlich bei euch fürs Einschalten. Es hat mir wie immer eine sehr große Freude gemacht. Und ich glaube, nicht ich habe das Glück, sondern ihr bringt mir einfach Glück. Denn jedes Mal, wenn ich jetzt mit euch da unterwegs war, ich habe Haustiere bekommen, ich habe Reittiere bekommen. Das hat einfach mega, mega Spaß gemacht. Und ich hoffe, das geht so weiter. Also, ab nächster Woche Shadowlands. Wir werden natürlich nicht von Anfang an dabei sein, denn wie üblich werden natürlich die Server schwer belastet sein. Es werden wieder viele Probleme und Lags geben. Hatten wir auch schon in einem unserer ersten Streams bei WoW. Jetzt vielleicht nicht, weil große Ansturm oder so, da gab es einfach generell Probleme. Aber ein paar Tage später so ein bisschen nachgelagert, vielleicht am Sonntag drauf. Ich glaube, das Spiel kommt am Donnerstag oder Freitag raus. Vielleicht direkt am Sonntag drauf. Da könnten wir es eigentlich tatsächlich spielen. Ich glaube, dort hat sich der Ansturm dann doch ein bisschen gelegt. Schauen wir mal. Wird spannend, auf jeden Fall. Ja, ich sage jetzt einfach nur vielen herzlichen Dank fürs Einschalten. Das hat mir, wie gesagt, echt unheimlich viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns einfach in einem meiner nächsten Videos oder Streams wieder. Würde mich wie immer sehr darüber freuen. Und ihr könnt natürlich auch immer einfach gerne einen Abo, Like oder Kommentar da lassen. Da würde ich mich wie immer natürlich sehr darüber freuen. Und dann hoffe ich, dass wir uns einfach beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's das gut, bleibt gesund und bis dann. Ciao.